Wir machen mal ein Warm-up. Wir machen mal ein Warm-up. Ja. So, Jungs und Mädels, ihr hört NRGFM, das Fanradio von Fans für Fans. Wir haben noch über anderthalb Stunden Zeit. Und der Stefan an meiner Seite und der Franky, wir können es nicht erwarten. Wir wollen eigentlich jetzt schon los sabbeln, Stefan. Wir sind komplett heiß. Ja. Hallo erstmal an alle. Also wir sind komplett heiß. Wir können es nicht erwarten. Und ja, ist ja so ein bisschen Drittliga-Feeling heute. Fantastisch. Wir spielen 14:05, wir spielen auf dem MDR. Schönes Stadion. Das Stadion ist, wir hatten ja vor ein paar Minuten schon gesprochen, das Stadion ist ja wirklich richtig, richtig Regionalliga, super, duper top. Ich finde es sogar ein bisschen besser als unser Stadion, weil hier ist alles auf einer Ebene. Ja. Bei uns hast du ja Nord- und Südwand so, die West so, die Ost so, das finde ich nicht so schön. Ich finde das hier, wenn das alles so einer Ebene ist, finde ich richtig gut. Ich und mag gesagt, auch das Geschlossene. Ja, aussehen. Richtig, das Geschlossene. Hier sind ja auch die Ecken zu, klar, da steht zwar keiner, mein Lieblingsblock ist ja in Cottbus immer der F2-Block, aber ihr könnt mal bitte schreiben, ob wir gut zu hören sind. Wir haben schon 16 Zuschauer. Ihr habt ja Langeweile. Franco Wauwau schreibt Grüße aus Brena. Franco, was machst du in Brena? Heute ist windstill. Der hat nämlich heute Bereitschaft. Ah, okay. Der Franco hat nämlich freiwillig die Bereitschaft übernommen, weil ein Kollege krank geworden ist. Und ich habe eigentlich ihm die Daumen gedrückt, dass heute bei wenig Wind keine Mühle ausfällt, dass er also ganz in Ruhe hören kann. Aber scheinbar, wenn er schreibt Grüße aus Brena, Franco, mein Gott. Es tut mir leid, dass du rausfahren musstest. Ich hoffe, es war keine große Sache und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und für morgen dann, dass du wenigstens morgen auf den Sonntag zu Hause bleiben darfst. Ich drücke auch die Daumen. Ja, genau, richtig. Die anderen 16 Zuschauer, ihr könnt ja wirklich mal schreiben, wie wir zu hören sind, ob wir gut zu hören sind, schlecht zu hören sind. Wir können noch ein bisschen drehen. Jetzt ist erstmal der Stadionsprecherladen. Ach, das war schon mal. Also, hat sie so wichtig angehört mit dem Signal vorne. Ja, ja, richtig, richtig. So, nur Energie schreibt der King Krepp. King Krepp, mein lieber Schätzelein, schreib mal bitte, ob wir gut zu hören sind, ob wir zu laut, ob wir zu leise sind, ob wir Tontop, also Tor MAGK schreibt Tontop. Naja gut, dann lassen wir das. Dann werden wir uns jetzt noch schnell die Aufstellung suchen, weil das, was natürlich da steht, das stimmt natürlich noch nicht. Florian Schötzel schreibt auch top. Susanne Schreiber, mein Goldstück, sind auf dem Weg nach Chemnitz. Ja, Susanne, du hast noch anderthalb Stunden, bevor es losgeht. Wir haben schon hier mit den Verantwortlichen gesprochen. 5.000 Karten sind schon verkauft und man hofft heute auf 7, Stefan, und 7.000 für die Regionalliga ist doch fantastisch. Das wäre traumhaft. Also das Wetter lädt ja quasi ein zum Fußball. Wir haben, glaube ich, 13 Grad. Die Sonne scheint hier ins Stadion. Traumhaft. Fast Frühling, würde ich sagen. Richtig. Der Winter endlich weg, das muss ja auch mal sein. Und der Franco schreibt gerade, mit dem Handy ist der Ton gut. Ja, super. Und der Horst G. schreibt auch, alles prima. Die Mannschaft ist auch schon, die Mannschaft ist auf jeden Fall angekommen, weil wir sehen schon die ersten Spieler auf dem Rasen, die den Rasen begutachten, Stefan. Absolut. Ja, Scherbakowski, der Heidrich wieder mit dabei. Na, das Nachwuchstalent. Ja. Sebald sehe ich. Also... Wie, ja, der Rest wird ja auch mit dir kommen sein, hoffe ich. Was sagst du zum Torwartwechsel? Überfällig? Ich weiß es nicht. Ich bin immer eher für Konstante, auch wenn der andere gut trainiert. Bethke sah beim 3-2 von Viktoria nicht ganz so glücklich aus. War wahrscheinlich schwer zu halten, sah unglücklich aus. Mm. Ne? Aber ja, Pele hat es ja, glaube ich, immer mal gemacht in der Regionalliga. Ne? Damals auch mit Sparsch und Moser. Moser. Mit Moser und Stahl Moser, ja genau. Auch. Ja. Und von daher, es ist ja von Wollitz jetzt nicht ungewohnt, wenn es so abgesprochen war, wie er gesagt hat, nach dem Aue-Spiel, 2-3 Spiele für Bethke, völlig in Ordnung, solange alles gut geht. Franky ist nur auf dem linken Ohr zu hören, Stefan nur rechts, ist das so gewollt? Polito, boah, eigentlich nicht, aber das müsste bei deinen Einstellungen sein, weil bei uns, wir haben nämlich alles hier mittig. Du hast bestimmt AirPads oder hast auch die Kopfhörer auf, aber dass ich nur auf dir deinem linken Ohr und Stefan nur auf deinem rechten, ich glaube, da müsste es an deiner Technik liegen. Ich glaube, das haben wir dann nicht in unserer Macht. Die Torwartdiskussion, ich hätte mir das schon eher gewünscht, weil beide Torhüter ja auf dem gleichen Level sind und ich hätte mir das wirklich schon diesen Wechsel eher gewünscht, weil es läuft ja auch bei beiden Spielern die Verträge aus und jetzt ist ja die Frage, verlängerst du mit beiden guten Torhütern, lässt du einen ziehen? Bethke ist ja noch U23, ist natürlich damit auch für einen Drittligist ja sehr, sehr interessant, weil die Drittligisten haben ja quasi fast nur Ersatztorhüter, die unter 23 sind, damit sie ihre Regel einhalten können. Also es wird spannend und schwierig. Absolut, also ich würde, glaube, Bethke auf jeden Fall halten als Ersatztorhüter. Ja. Ich bin mir bei Sebald nicht sicher, ob das ein guter Drittliga-Torhüter wird. Also er ist Regionalliga gut, ne, hat seine guten Aktionen, hat doch mal einen Bock mit drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal was passiert in der Richtung.
Außer er ist menschlich so wichtig, dass man ihn nicht also, ziehen lassen kann. Stefan, ich war ja am Mittwoch im Stadion. Ich habe es ja gesehen. Er saß nicht, also er war nicht auf dem Rasen, ist klar. Aber er war der dritte Co-Trainer. Wir haben das 1-0 gefressen. Er ist von der Bank aufgestanden, ist Richtung aufs Spielfeld gerannt, hat die Jungs geputscht, hat die gemacht und hat sogar eine gelbe Karte vom Schiedsrichter gekriegt, weil er sich auf der Bank zu sehr mit seinen Jungs angefeuert und gepusht hat. Okay. Und das ist das Standing, wo ich sagen muss, der fehlt, das brauchst du. Vielleicht musst du ihm trotzdem, wenn du dritte Liga aufsteigen solltest, was wir ja zum Teil hoffen. Was wir hoffen, ja. Wo du sagst, ja, der ist wichtig für die Mannschaft. Aber die Frage ist ja, du musst ja sportlich vorankommen. Wenn es menschlich dreimal passt, ist es ja schön. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, aber wir wollen mal nicht zu sehr ins Format gehen. Wir brauchen nachher auch noch ein paar Themen. Ja, also Jungs und Mädels, wir suchen erstmal die Aufstellung. Wir muten uns nochmal, seid nicht böse und wir melden uns dann locker. Na, sagen wir mal, wir fangen mal ein bisschen eher an, weil dann können wir noch ein paar Zuhörer vom MDR wegcachen, die ja heute auch euch das Spiel auf die Augen und auf die Ohren packen werden. Deswegen werden wir wahrscheinlich so um die drei Viertel anfangen. Und ja, trinkt noch ein Schälchen Hesen oder geht noch mal Mittagessen. Wenn das noch nicht gemacht hat, könnt ihr mal schreiben, was es bei euch Schönes gab. Bei mir gab es heute nichts. Stefan, bei dir Stadionwurst ist noch drin, oder? Bockwurst an der Tanke vom Stadion. Und war sie wenigstens lecker? Die war richtig heiß. Und jetzt kommt die Standardfrage mit Senf oder Ketchup? Ketchup. Echt? Ja. So, da wären wir schon keine Freunde, weil wenn Bockwurst, dann ist bei mir immer Senf drin. Aber ich esse sehr ungern. Aber der Ketchup war vom Bautzner. Das muss sein, richtig. Regional ist immer gut, das stimmt. Am liebsten mische ich ja immer. Also wenn ich eine Bratwurst kriege, also ich esse lieber Bratwurst als Bockwurst und dann sagt die immer mit Senf oder Ketchup, ich sage, machen Sie mit beides, ich mische mir das zusammen. Das finde ich noch am besten, aber Bockwurst, wie gesagt, wenn ich mal eine Bockwurst esse, was ziemlich selten vorkommt, dann bei mir mit Senf. Aber gut. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt, das sogar noch vor dem Spiel. Gut, Jungs und Mädels, wie gesagt, wir muten nochmal. Viel Spaß und dann sage ich, 13.45 Uhr werden wir für euch nochmal auf Sendung gehen. Oh, jetzt habe ich das weggemacht. Oha. Der Frank jetzt nicht drauf. So, jetzt nochmal. So, jetzt habe ich aber nicht auf Stopp drücken, sondern ich muss auf Muten gehen. So, Jungs und Mädels, alles klar, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.
So, liebe Energiefans, jetzt gehen wir on air, Energie FM, mit Frank an meiner linken Seite. Hallo, hallo. Und mir, den Stefan. Melden uns hier aus dem Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz bei fast frühlinghaften Wetter. Die Sonne scheint, es sind gut 13, 14 Grad. Also hat der Wetterbericht nicht gelogen. Wir haben uns definitiv viel zu dick angezogen, beide. Ja, das haben wir wirklich. Und wir schauen heute ein hoffentlich erfolgreiches Spiel von Energie gegen den CFC, Chemnitzer FC, die auf dem 7. Platz stehen mit 8 Siegen. Und ich hoffe, dass wir an das Hinspiel anknüpfen können, wo wir 2-0 gewonnen haben durch Tore von Thiele und Bektas. In der Nachspielzeit war es, glaube ich, sogar noch. Und hoffen, die englische Woche mit 9 Punkten zu komplettieren. Das wäre die perfekte englische Woche. Ich grüße auch alle im Chat. Der Blackjack schreibt schon, guter Ton. Und Stefan Kirsch schreibt auch, die Technik funktioniert. Also Stefan, es hat sich gelohnt, dass wir schon um 12.30 Uhr auf Sendung gegangen sind. Absolut. Da konnten wir noch an den Stellrädchen drehen. Kannst du dich noch erinnern an das Hinspiel? 2-0 klingt zwar relativ souverän, aber ich meine, das war auch so knapp bei Knirschspiel, wenn ich mich dunkel erinnern kann. Ich kann mir nicht mehr ganz so gut erinnern, aber ich glaube auch, dass das relativ ausgeglichen war. Ja. Also war nicht so souverän, wie man sich's vorgestellt hat. Und ich glaube, Klaus-Dieter Wollitz musste dann, glaube ich, Backtouch einwechseln, weil sämtliche gestandenen Profis schon auf dem Platz waren oder verletzt waren. Deswegen war Backtouch der Notnagel, weil sich da irgendjemand verletzt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Und dann schießt er natürlich das 2-0 und im Männerbereich. Und er hat ja auch, glaube ich, bei Rot-Weiß gesagt, es war eine überragende Situation und top und so knapp wünsche ich mir das heute nicht. Was ist deine Intention? Was denkst du, was hast du für ein Gefühl für das heutige Spiel? Also ich habe ja gewusst, dass diese Frage kommt und ich habe auch lange überlegt, willst du lieber ein klares 3-0 oder willst du wieder so eine Emotion wie Mittwoch haben? Und ich will die Emotion von Mittwoch. Und ich will ein klares 0-3 haben. Na, aber schauen wir mal. Also ich hätte nichts gegen wieder so ein knappes Ding in der Nachspielzeit mit 2 Toren. Ich glaube, das sind die schönsten Siege. Also wenn wir kurz nach Anpfiff wieder das Gegentor fressen, ungelogen, dann frage ich Klaus-Dieter Wollitz bei der PK, ob er nicht einen Antrag beim NOV einreichen will, dass wir schon immer mit dem Rückstand beginnen. Dass wir gar nicht erst das Gegentor fressen, sondern dass wir immer gleich mit 0-1 oder mit 0-2 anfangen. Weil das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht doch mal endlich mal ein Spiel zu 0. Ja, das wäre schon schön. Also nicht immer einen Rückstand hinterherrennen zu müssen, der, glaube ich, auch für die Psyche mal ganz gut. Ja. Du hast gegen Rostock 1-0 zurückgelegen, du hast gegen Viktoria 2-0 zurückgelegen, dann 3-2 zurückgelegen, relativ spät. Und man muss der Mannschaft ja schon ein Kompliment machen, dass die das so wegstecken und umdrehen können. Ne? Also schon Charakterstärke. Aber es wird nicht immer funktionieren. Das wird nicht immer funktionieren. Und ihr seid im Chat auch schon fleißig am Chatten. Die Zeithexe schreibt, Grüße an Franki und Stefan. Liebe Zeithexe, ganz liebe Grüße zurück. Und habt ihr eure Stimmbänder geölt? Ja, das haben wir. Und der Kreislaufkollaps schreibt noch, ich sag 2-0, Chemnitz 2-0, Kreislaufkollaps, ich glaube, du meinst 0-2. Oder vielleicht bist du auch hier ein Chemnitz-Fan, weil es gibt ja eine Cottbus-Chemnitz-Fanfreundschaft. Da schreibt man ja mal Cottbus-Chemnitz oder Chemnitz-Cottbus eine Festung. Es gibt natürlich auch ein Chemnitzer Fanradio, die Gellertwelle, die ist eins über uns. Wir haben uns schon freundschaftlich begrüßt, auch wir haben, ein kleines Bekanntheitsgrad. Wir besuchen uns immer gegenseitig im gegnerischen Stadion. Und sagen mal hallo, also ihr könnt natürlich auch, liebe Chemnitz-Fans, ich will euch nicht abwärmen, ich will euch nicht loswerden, aber wenn ihr ein bisschen mit der himmelblauen Brille das Spiel kommentiert haben wollt, schaltet gerne auf die Gellertwelle, auch die freuen sich immer auf viele Zuschauer. Und heute ist ja auch der MDR am Start, ja. Das heißt, der MDR wird ja auch ein bisschen mehr himmelblau kommentieren, Stefan, oder? Ich denke, also würde naheliegen, das sind ja mitteldeutscher Sender, von daher denke ich mal, dass der auch Himmel blau-weiß gucken, ne? Aber wir moderieren hier rot-weiß, von daher kann man jetzt aussuchen, wo man hören möchte. Ja. Und der T0XIQ schreibt, ihr seid beide jeweils auf einem Ohr zu hören. Ist das nur bei mir so? Boah, ich weiß nicht, dann musst du ja über AirPads oder über Kopfhörer hören. Also eigentlich müsste das an dir liegen. Wie gesagt, die können mal die anderen im Chat schreiben, weil ich höre immer uns ohne Kopfhörer, deswegen höre ich meistens Endgeräte am Laptop. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also an uns könnte es theoretisch nicht liegen, weil ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas einstellen können, dass du in, weiß ich nicht, wie viel Kilometer Entfernung... Und wir hatten die Frage vorhin schon mal. Ja, wir hatten das schon mal. Ich weiß nicht, aber es war, glaube ich, ein anderer User. Vielleicht ist es ja wirklich so. Also ihr könnt wirklich mal im Chat schreiben, vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig austauschen. Das ist ja das Schöne am Stammtisch. Da werden sie geholfen, richtig, würde die Verona sagen. Und Stefan, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Und jetzt verrat uns doch mal,
wen Klaus-Dieter Wollitz heute auf den heiligen Rasen in Chemnitz schickt. Genau, also im Tor wieder Elias Bethke mit der 12, dann Dominik Pelivan mit der 5, mit der 6 wieder fit Jonas Hofmann, mit der 7 Timmy Thiele, mit der 8 Joshua Putze, mit der 11 Phil Heilbauer, mit der 17 Kapitän Jonas Hildebrand, mit der 23 Maxi Kraus, mit der 27 Dennis Lamar, der 28 Nico Bretschneider und mit der 42 Maxi Bronischew. Das ist auch eine Nummer, wa? 42, oh, muss man sich dran gewöhnen. Und auf der Ersatzbahn der eigentliche Stammkeeper Alex Seebald, dann mit der 10 Maxi Österhellwig, mit der 32 Finn Heidrich, mit der 33 Jan Scherbakowski, mit der 36 Janis Juckel und mit der 40 Yunis El Hadoudi. Ja, und wenn er jetzt die Ersatzbank mal durchgezählt hat, wir haben wirklich bloß einen Torwart und 5 Feldersatzspieler. Das heißt, theoretisch könnte heute jeder zum Einsatz kommen, obwohl es natürlich fraglich ist, wenn es ja wirklich spitz auf Knopf, ob man dann einen U19-Spieler wie Finn Heidrich oder El Hadoudi dann wirklich in den Hexenkessel hier in der Gellertstraße schmeißt. Richtig. Oder ob man dann hier, sage ich mal, gut führt, um dann die letzten Minuten noch von der Uhr runterzunehmen und dann einzeln anwechselt, kann man wirklich gespannt sein. Jungs und Mädels, ich will mal sagen, wegen Christian Tiffert heute hier auf den Rasen schickt, da ist mit der Nummer 1, das ist David Wunsch, der Kapitän. Dann geht es weiter mit Niklas Walter, ich habe sogar eine tolle Liste gemacht. Nils Lisek ist dabei mit der Nummer 8, Steven Menser mit der Nummer 10, der hat ja mal bei uns ein Probetraining gemacht, ich glaube es war letzte Saison, ist bei uns durchgefallen, aber halt konnte dann in Chemnitz anheuern. Stanley Keller, der Chemnitzer Jung, das Urgestein, der von Kindesbein bis jetzt immer für Chemnitz gespielt hat, ist mit der 18 dabei, genauso wie Leon Ampadu. Robert Zickert hat die 21, Robert Zickert in Herzberg geboren, mittlerweile 33 Jahre alt und spielte von 2002 bis 2011, also 9 Jahre in der FCE-Jugend, wird heute auch die Mannschaft als Kapitän auf den Rasen führen, weil der Tamisi Kapitän, da komme ich aber später nochmal dazu, krank ausfällt. Robert Berger, das nächste Cottbuser Urgestein, 27 Jahre ist er mittlerweile, er ist genauso für Chemnitz dabei, er spielte ja 7 Jahre beim FCE. Robert Berger hat sich, glaube ich, Stefan, ein bisschen verzockt, nicht? Wo wir damals dritte Liga gespielt haben, hat er zusammen gut gespielt und als wir abgestiegen ist, ist er dann zu Zwickau gegangen und ich glaube, da gab es dann den Knacks, wo er sich dann nicht mehr erholt hat. Leider, ja. Und war lange jetzt bei Leipzig, hat jetzt bei Chemnitz angeheuert, also er ist genauso dabei. Weiter geht's mit Felix Müller, dem Sommerneuzugang vom ZFC Meusewitz. Jan Koch, auch ein alter Bekannter. Jan Koch ist wieder in der Regionalliga Nordost gelandet. Er hat ja von 19 bis 22 bei Energie Cottbus gespielt, war jahrelang Kapitän, hatte sich dann, glaube ich, ein bisschen verletzt und dann kam er halt, ich glaube, ans Lamar und Hilde kam er, glaube ich, nicht mehr vorbei und ist dann erstmal zur SGV Freiberg gewechselt und jetzt seit Anfang dieser Saison auch wieder bei Chemnitz gelandet. Also er ist auch dabei und den letzten Spieler Lukas Dagge, der ein oder andere wird ihn kennen, der war lange bei Fürstenwalde, also der ist auch dabei. Ja, ich hatte es ja gesagt, wir haben ja Feldspieler ein bisschen knapp bei Knirsch, der CFC auch, ich habe es mal geguckt. Also, wenn man die Verletztenliste anguckt, ich sage jetzt mal, wer beim CFC fehlt. Da fehlt Stanley Birke mit Knieprobleme. Dann, jetzt musst du mitzählen, Clemens Bolt, Niklas Erbeck, Tobias Müller, Leon Dahmer, Dejan Bosic, das sind 5. Fünf hat nämlich der Virus dahin gerafft diese Woche. Das heißt, 5 Spieler alleine schon durch den Virus weg. Dann ist noch Chris Löwe, der hat Knie und David Smith, der hat ein Kreuzband. Also sind 9 Spieler beim CFC verletzungsbedingt. Und ganz ehrlich, bei uns sieht es fast genauso aus. Wir haben 6 Verletzungsspieler. Da ist ja Axel Borgmann, den du aber heute schon im Stadion gesehen hast, beziehungsweise... Der saß wohl mit im Bus, laut zur Rundschau. Also ist er vielleicht heute hier das Glücksmaskottchen, wollen wir es hoffen. Wir hoffen. Dann hier haben wir Paul Milde, hat natürlich Bänderriss. Tobi Hasse, dem haben sie die Weisheit gezogen mit seinem Weisheitszahn. Yannick Möker hat, genau wie Tim Kampulka, noch muskuläre Probleme. Jonas Hoffmann ist Gott sei Dank wieder dabei. Ja. Der hat sich an seinem Geburtstag übergeben, wisst ihr? Da freust du dich auf ein Spiel und danach auf eine große Sause. Und dann hängst du auf der Schüssel und es kommt oben und unten raus. Und das will man, glaube ich, überhaupt nicht zum Geburtstag haben. Nee, überhaupt nicht. War ein schlechtes Geschenk. Ja. Und Philipp Kusic, der hat natürlich auch noch Trainingsrückstand. Ja. Deswegen haben sich das natürlich beides selbst. Wer wird denn heute der Schiedsrichter sein, Stefan? Patrick Kluge wird assistiert von Lukas Pilz und Albert Lehmann.
Hast du alle drei nicht? Ich wollte gerade fragen, der ist im Gegensatz zu dem Herrn Klemm oder dem Herrn Neter, ist er, glaube ich, uns gar nicht in der Erinnerung, nicht? Das ist, also wünschen wir Ihnen den dreien ein gutes Händchen. Möge er oft auf den Anstoßpunkt für Chemnitz zeigen oder einmal mehr als bei uns. Richtig. Sagen wir es mal so rum. Und du hast mir ja erzählt, wo du heute losgefahren bist. Du bist im strömenden Regen losgefahren. Ja, ich wohne ja nördlich von Berlin und es hat wirklich geschüttet wie aus Kübeln. Ich habe erstmal geguckt, wie das Wetter hier in Chemnitz ist, ob überhaupt gespielt wird. Weil, ne, ich dachte mir, es war 300 Kilometer weg, aber ne. Und ich komme unten aus dem Süden von Berlin raus und die Sonne kommt, die Wolken reißen auf. Also traumhaft. Ja, und traumhaft ist es auch hier geblieben. Es hat sich zwar jetzt ein bisschen zugezogen, weil wir waren ja mit Stefan, da muss man ja sagen, wir waren ja schon gut 2 Stunden vor dem Spiel. Wir haben aufgeschlossen. Genau. Da war noch ein bisschen mehr Himmelblau hier, nicht nur unten auf den Rasen bei den Chemnitzern, sondern auch oben am Himmel. Das hat sich jetzt ein bisschen zugezogen, aber sind doch optimale Fußballbedingungen. Ja, also für den Winter auf jeden Fall. Wir haben ja gerade bei Anfang Februar, müssen wir uns ja mal vor Augen halten. Wir haben einen grünen Rasen, wir haben wirklich 12, 13 Grad. Wenn man da mal so 4-5 Wochen zurückdenkt, was da noch für ein Wetter war, können wir uns echt glücklich schätzen. Und der Rasen sieht auch sehr gut aus von hier oben. Ja. Na, für den Winter. Und ich denke, da haben wir auf jeden Fall einen guten Rahmen heute. Und wir hatten es ja schon beim Warm-up schon besprochen, dass das Chemnitzer, also das Stadion an der Gellertstraße ist ja für Regionalverhältnisse top, 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 top. Also Regionalliga-Verhältnisse ist es schon top, top, aber für Regionalliga-Verhältnisse ist es ja noch gut, weil wir hatten ja schon das Thema, das ist relativ, ich habe es mir auch aufgeschrieben, zwischen 2014 und 2016 wurde es komplett erneuert und das ist ja hier, also wer noch nie in Chemnitz war, vielleicht müssen wir nächstes Jahr nicht mehr hierher, aber wenn wir mal wieder her müssen, ihr könnt gerne kommen. Es ist wirklich ein tolles Stadion, absolut, einen tollen Rasen und hier lebt man auch noch, obwohl, das sage ich ja auch immer, es ist zwar die höchste Amateurklasse, aber auch sie erhalten, genau wie Cottbus ja auch und andere Vereine, die das Profitum hoch und das sieht man hier auch alles. Absolut, also wirklich alles tippitoppi, ob das Sanitäranlagen sind, ob das die Zuschauerplätze sind. Es ist wirklich ein richtig schickes Stadion. Es ist ein geschlossenes Stadion, also die Ecken alle zu. Dadurch hast du nochmal so eine Kesselatmosphäre. Das finde ich ganz schön. Und also hier kannst du ganz gut dritte Liga spielen auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommt auch, oder vielleicht hört es auch im Hintergrund, da scheint hier die Vereinshymne von Chemnitz zu sein. Die Nordwand, wenn es die Nordwand von Chemnitz ist, ist auch gut gefüllt. Wir hatten heute vor dem Spiel geschafft, mit den Verantwortlichen zu sprechen. 5000 Karten sind schon im Vorverkauf weggegangen. Man rechnet mit einem guten 7000er Schnitt, also man hofft, dass man an den 7000 kratzt. Und wenn man mal bei Transfermarkt schaut, normalerweise haben die hier einen Schnitt von 4500. Also der wird heute, Stefan, da lege ich mich mal richtig weit aus dem Fenster, der wird heute bestimmt übertroffen werden. Ich denke auch, also da werden auch ganz viele nachgezogen haben mit Tageskarten aufgrund des Wetters. Richtig. Ne? Und von daher, ich glaube, gegen Lok Leipzig hatten die 7000, hat er gesagt. Ja, ne? Der weiß gar nicht, wer das war, mit dem er hier geredet hat. Das war, glaube ich, der Kollege Pressesprecher, ist auch relativ neu. Und auch die Cottbuser Fans, Stefan, wir schauen mal rüber. Auch da haben wir ja mal geschätzt, es sind doch bestimmt 600, 700, 800 da, haben die 2 Stunden, du natürlich 3 Stunden oder 3 oder 3,5. Ich muss eine halbe oder 40 Minuten. 40 Minuten mit 90 auf der Autobahn. Also Cottbuser Fans sind auch reichlich da. Absolut. Und es gibt das Spiel ja auch her. Es ist ja ein ewiges Ostduell. Es gab ja DDR-Oberliga, du wirst das nicht kennen, du jungscher Spund, aber der Franki, der knapp auf die 50 zugeht, der hat noch das einige oder andere vom FC Komogstadt, hießen die ja damals, miterleben dürfen. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. 11 Mal haben die in der Vergangenheit gegeneinander gespielt. Nee, stimmt gar nicht. Mehrmals, also mehr als 11 Mal, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber 11 Mal hat Chemnitz gewonnen, 8 Mal gab es einen Sieg von Cottbus und 9 Mal unentschieden. Die letzten 3 Spiele hat übrigens Cottbus gewonnen, also ist eigentlich schon ein gutes Omen. Aller guten Dinge sind 4, sage ich immer. Nee, also ist auf jeden Fall ein gutes Omen und Hinspiel ja auch 2-0 gewonnen. Ja, aber es sind immer schöne Spiele. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, es erinnert mich hier so ein bisschen, Stefan, so eine ähnliche Situation wie vor 2-3 Wochen, wo ich mit Ulf in Erfurt war. Auch Erfurt stark ersatzgeschwächt. Alle haben gedacht, dass die hauen wir weg. Und Erfurt hat dann damals mit den Basics, mit den Grundtugenden, mit Wille, Einsatz, Leidenschaft, haben die uns so den Schneid abgekauft. Ja. Und dann hat ja Klaus-Dieter Wolf zu Recht gesagt, wir haben das schlechteste Spiel seit langem. Und ich habe wirklich große Angst, dass das heute hier auch passiert. Weil viele sagen ja, ein Fußballspiel entscheidet sich beim Spieler zwischen den Ohren. Und wenn der sagt, naja, Chemnitz hat 10 oder 9 Verletzte, davon sind die Hälfte Stammspieler. Wie gesagt, Bosic, Erbeck,
der etatmäßige Kapitän. Und das machen wir mit links und 40 Fieber. Und wenn wir heute auf die Aufstellung gucken, Stefan, Klaus-Dieter Wollitz ist heute mit der besten Elf gestartet und nicht so wie am Mittwoch gegen Viktoria mit einer B-Elf und hat dann erst die besten reingeschmissen. Also heute quasi All-In von Beginn an, weil du musst ja hier von Anfang an eigentlich was reißen, weil heute kannst du von der Bank nicht so nachlegen wie gegen Viktoria zum Beispiel. Und ich glaube auch nicht, dass Chemnitz, auch wenn sie ersatzgeschwächt sind, hier irgendwie hinten drinnen steht. Ne? Die werden schon von Anfang an auch powern. Die wollen ja ihre Serie auch fortsetzen. Ja. 10 Punkte von 12 geholt. Und ich glaube, dass Cottbus auch gelernt hat aus dem Spiel gegen Erfurt, dass es sowas nicht mehr geben wird. Ich hoffe es. Ne? Ich hoffe es, dass sie daraus gelernt haben. Müssen sie. Chemnitz, das will man ja auch mal schnell sagen, stand ja kurz vor der Insolvenz. Da gab es ja richtig Querelen. Die haben ja ihren Etat richtig runtergezogen. Und da hatte man gedacht, dass man lange eigentlich gegen den Abstieg spielen muss. Aber sie haben sich peu à peu, und du hattest es ja vorgelesen, mit Platz 7 relativ hoch gearbeitet. Aber jetzt, Stefan, sind erstmal beide Mannschaften auf den Rasen. Verraten uns doch mal, in welchen Trikots wir spielen und welchen in Chemnitz. Genau, also ganz klassisch, Cottbus in komplett rot. Und Chemnitz, wie Ostsport sagen würde, die Sky Blues. Viktoria war dann immer die Sky Blues. Ja, ne? Genau. Also heute wieder gegen die Sky Blues, sozusagen die Himmelblauen. Ja. Nee, Spaß beiseite. Chemnitz, weiß-blau gestreift, klassisch. Und kann man sehr gut unterscheiden. Schiedsrichter in Gelb. Fand auch nochmal interessant für einige. Und ja, es wird nochmal so obligatorisch sich begrüßt. Findest du das, darf man das eigentlich? Du kennst dich ja ein bisschen aus. Guck mal, der Keeper, der Wunsch, der hat ja auch Gelb von Chemnitz. Müsste da eigentlich die Schiedsrichter nicht eine andere Farbe wählen? Ah, ich glaube. Als Schiedsrichter geht noch, meinst du? Nee, ich glaube, der Torhüter, der muss sich nur von den Feldspielern unterscheiden. Ich habe mal, ihr könnt mal bei YouTube gucken, da gibt es immer funny Fußballvideos. Und da gibt es eine englische Mannschaft, die hat dann quietschegelb gespielt. Und der Ordner war auch ein quietschegelb. Und da hat ja ein Spieler nach rechts raus zum Ordner gepasst, weil er dachte, das war ein Mitspieler. Das kann dann passieren, ja. Ja, kann natürlich auch passieren. Beide Mannschaften wollten jetzt gerade noch mal einen Kreis machen, aber ich weiß jetzt nicht, wer die Platzwahl gewonnen hat. Auf jeden Fall wird Cottbus zuerst auf die Chemnitzer, auf die Cottbuser Wand, und die Cottbuser sogar, guck mal, Stefan, die untere 10 Reihen haben sich vollkommen in Weiß gekleidet und die oberen komplett in Rot, also Rot-Weiß-Energie, toll. Absolut. Und auch die Chemnitzer, die wählen da mit ihrem Schal. Also beide Mannschaften spielen erstmal auf ihre jeweilige Kurve. Cottbus wird zuerst von uns aus gesehen. Was ist es denn rechts? Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ja, das ist rechts. Genau, das ist rechts. Genau. Nein, um Gottes Willen, jetzt geht wieder Shitstorm los. Ich hatte das. Aber heute guckt ja alle MDR. Wir sind ja unter uns mit dem Stammtisch. Also beide haben den Kreis, den obligatorischen Kreis gemacht. Und dann wird es gleich losgehen. Elias Bethke ganz in grün und Chemnitz wird Anschluss machen. Und Stefan, ich würde dich bitten, mache mal du den Anschluss und ich werde dann mal versuchen, die Uhr zu starten, damit ihr dann, wenn ihr das mit dem MDR abgleichen wollt, dann zusammen abgleichen könnt. Also, ich habe schon auf Go, jetzt hoffen wir auf den Schiri. Und Stefan, bitteschön. Also Chemnitz mit dem Anstoß, die zuerst auf ihre Fankurve spielen, ja, eine tolle Choreografie hat mit viel Papierschlangen. Cottbus auch tolle Choreografie. Und da ist der Block halt weiß-rot gekleidet jetzt. Chemnitz zunächst im Ballbesitz, hinten in der Dreierkette. Schieben sich den Ball ja erstmal ruhig hin und her. Cottbus rückt jetzt so langsam raus, aber greift noch nicht wirklich an. Kraus auf der rechten Seite, Thiele in der Mitte. Und links Halber. Ich bin gerade irritiert, Heike spielt gar nicht mit. Du bist mir auch gerade aufgefallen. Was ist da los? Gut. Eine gute Frage zur PK. Ja, auf jeden Fall. Brettschneider hat sie da erstmal den Kopfball geholt. Pedi waren dann links raus auf Halbauer, der weiter spielen möchte auf Pronischew, aber den Ball verliert. Jetzt kann Chemnitz den ersten Angriff starten. Putze kommt nicht ran, aber irritiert den Chemnitzer, dass er auch nicht rankommt. Denn aber Fehlpass auf Hofmann. Jetzt Chemnitz mal mit dem ersten Schritt nach vorne. Pass in die Gasse. Aber da schirmt Hildebrand den Ball ab, dass Bethke den aufnehmen kann. Also Chemnitz will sich hier nicht verstecken. Chemnitz spielt sofort voll los. Und jetzt, wo wir beide die Aufstellung haben und Heike suchen, ja, haben wir nicht gefunden. Richtig. Also das ist uns bei der Aufstellung gar nicht aufgefallen. Wir haben zwar gesehen, dass die anderen alle fehlen, aber ein Tim Heike, heute gar nicht auf dem Spielberichtsbogen, ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Kann man mal Klaus-Dieter Wollitz fragen, was da passiert. Können wir alles schön schnabulieren, weil Jonas Hildebrand, der Kapitän, heute den Ballchen hin und her schiebt. Jetzt hat er gerade Bretschneider auf der linken Seite mitgenommen. Wir natürlich mit einer Viererkette. Chemnitz spielt ja schon seit Jahren mit einer Dreierkette. Aber bei uns, Stefan, wir kriegen das nicht so richtig hin. Nee, Dreierkette ist bei uns gescheitert, würde ich sagen. Jetzt aber Fehlpass erstmal von Bethke ins Aus. Chemnitz versucht jetzt schnell zu machen von der linken Seite, aber erstmal zurück in die Zentrale gepasst. Und die
Versuche aufzubauen, jetzt hat Hofmann aufgepasst, jetzt kann Cottbus den Konter starten, Putze auf Hofmann, aber ein Stück zu ungenau, kommt er nicht ran, Chemnitz kann den Ball abfangen, jetzt geht es wieder in Richtung Cottbuser Tor über die linke Seite, gute Flankenposition, Flanke kommt auch scharf und weit, da ist aber weder Cottbuser noch Chemnitzer, jetzt von der rechten Seite der Flankenversuch, aber Einwurf. Einwurf, das war Robert Berger, der dann die Flanke reinhauen wollte, aber da hat er am Brett schneller aufgepasst. Da gibt es 2-3 Meter von uns aus gesehen, die rechte Eckfahne auf der Cottbuser Seite. Einwurf durch den kleinen Bergi, Robert Berger, ja, hätte ich auch gerne bei uns gesehen, aber wie gesagt, der spürt jetzt seine Brötchen verdient bei Chemnitz. Mit einem Chipball, aber da ist dann Hildebrand da und haut den Ball erstmal unkontrolliert nach vorne. Sämtliche Feldspieler sind auch in der Cottbuser Hälfte und jetzt schieben sie sich quer auf die 24. Das ist Jan Koch, ja, wie gesagt, auch ein Cottbuser Urgestein, der ja auch Kapitän war und der spielt raus auf rechts. Jetzt kommt der Ball wieder in die Mitte. Genau, auf Pelivan, der mir gegen Viktoria als Innenverteidiger gar nicht mal so schlecht gefallen hat, Stefan. Ja, nee. Also ich habe das Spiel ja leider nicht sehen können. Jetzt aber erstmal der Diagonalball von Pelivan auf Hallbauer. Der links flankt, ganz gute Flanke. Und Thiele einen Schritt zu spät und Kraus kann sich den Ball auf der rechten Seite dann holen. Kurz vor der Eckfahne geht er in den Zweikampf. Wird ein bisschen abgedrängt, dreht sich immer noch im Duell. Flankt und aber genau in die Arme vom Keeper David Wunsch. Also erste gute Aktion von Cottbus nach vorne. Und Heike hat ja gegen Viktoria gelb gesehen. War es vielleicht die fünfte gelbe? Kann ich dir gleich sagen. Moderier mal weiter. Guck mal meine Statistik. Genau, also Chemnitz jetzt wieder in dem Spielaufbau, haben hinten in die Verteidigung geworfen den Ball. Jetzt geht es über den rechten Verteidiger der Dreierkette. Zickert ist das zurück in die Innenverteidigung zu Jan Koch. Und der guckt, wo er hinspielen kann. Kott bestellt jetzt ein bisschen früher zu. Kraus läuft früh an, kann den Ball aber nicht holen. Da hat der Chemnitzer den Ball gut abgeschummt, ist auch relativ groß, der Chemnitzer dort. Bestimmt ein Kopf größer. Oh. Und jetzt der Ballverlust, Bronischew schießt und Pfostenschuss, der Fehler in der Chemnitzer Verteidigung. Und Bronischew aus 16 Meter an den Pfosten links unten. Also erste dicke, dicke Chance hier für Energie durch Maxi Bronischew. Ich habe den schon drin gesehen und ihr im Chat, die Sunshine Mary schreibt, Heike hat sich übergeben wie Hofi am Mittwoch. Also, lieber Tim Heike, alles gut. Jetzt erstmal Chemnitz mit der 18 in den Cottbuser Strafraum. Pass in die Mitte, genau, Bicke. Also, Stefan, offener Schlagabtausch hier. Broni hätte schon das 1-0 machen müssen durch einen dicken Fehler der Chemnitzer Innenverteidigung. Dürfen sie ruhig öfters machen, weil wir haben es ja auch beim Wurm abgesagt. Nochmal einen Rückschritt hinterherlaufen, habe ich keinen Bock. Nee. Also du musst vielleicht auch mal früh in Führung gehen, damit du halt auch deine Körner mal ein bisschen zusammenhalten kannst und nicht alles raushauen musst. Jetzt der ruhige Spielaufbau von Energie. Pelivan wird ja jetzt angelaufen von Mensa zu Hildebrand zurück. Der schippt das Ding auf Thiele nach vorne. Aber der verliert das Kopfballduell. Ball landet trotzdem bei Bronischew. Der lässt den Chemnitzer aussteigen. Diagonal bei auf die rechte Seite zu Kraus. In der Mitte laufen Hofmann und Thiele. Ein Kraus mit dem Haken. Immer noch am Ball. Gegen den zweiten ist der Ball dann weg. Kein Foul. Und jetzt der Konter von Chemnitz. Der Konter von Chemnitz auf Steven Mensa, unserem Probespieler, der bei uns war, der geht jetzt in die Lang, der hat Wiese vor sich, wird von Pelivan nicht angegangen, jetzt ist er schon am 16 Meter rum, Slaman Serie laufen, schießt und genau in die Arme von Elias Bethke. Also Stefan, abtasten ist hier ein Fremdwort, hier geht's gleich mit offenem Visier zur Sache. Ich mach mal einen Strich da, weil ich finde, das war eine gute Chance. Das war eine gute Chance von Mensa, der hat gezeigt, dass er was auf dem Kasten hat, hat er gut von einen Arjen Robben hier von links aus nach innen gezogen und abgezogen. Und jetzt Cottbus wieder im Ballbesitz, Bronischew auf Putze. Putze mit dem Fehlpass, da kommt Thiele nicht mehr ran. Und jetzt der Ball bei Jan Koch und zurück zum Torhüter David Wunsch. Und der guckt jetzt, wo er hinspielen kann, raus auf die rechte Seite zu Zickert, dem Kapitän der Chemnitzer. Und der zurück zu Wunsch. Da laufen die Cottbus jetzt nicht richtig an, stehen so ein bisschen enger. Zickert ist jetzt gezwungen, den Ball die Linie runter zu spielen. Das macht er gut, aber dann schlechte Ballannahme von Nils Lischek. Von Nils Lischek und deswegen gibt es Einwurf genau in Höhe der Mittellinie auf der linken Seite. Das ist natürlich eine Sache der Außenverteidiger. Das ist der Nico Brettschneider, unser Neuzugang, der aus Litauen? Lettland sogar. Auf jeden Fall von den baltischen Staaten wieder zurückgewechselt ist zu Energie Cottbus, der mir in den letzten Spielen gut gefallen hat, der leider zwar auch bloß einen Vertrag für diese Saison hat, aber vielleicht, Stefan, vielleicht, wenn wir doch aufsteigen sollten, vielleicht bleibt er länger. Können wir alle sagen, weil die Innenverteidigung den Ball wieder hin und her schiebt, das ist der Ball bei Bethke. Bethke wird doch hier, oh, ey, kurz spielen, ich krieg da mal ein Herzkasper, aber ja. Der Ball ist angekommen zu Bronischew, der auch Putze sieht, spielt jetzt raus, aber viel zu hoch und viel zu weit auf die linke Seite zu Hallbauer. Hallbauer nimmt zwar die Hand hoch und klatscht, aber es war ein Schweinepass, Stefan. Naja, Hallbauer ist leider auch nicht gestartet. Ja. Es hat er getrabt. Startet Hallbauer, ist der Pass, glaube ich, sehr gut. So ist es halt verpufft. Und Einwurf jetzt von Berger. Fast erfüllt des eigenen Strafraums auf der rechten Seite. Sucht die Anspielstation. Wollitz dirigiert nebenbei seine Truppe, wo sie sich hinstellen sollen. Jetzt kommt der Einwurf. Das Brett Schneider dazwischen wird gelegt, aber kein Foul. Lischek
gegen Putze. Putze kann den Ball holen, aber Chemnitz bleibt dann im Ballbesitz, weil der Ball so ein bisschen verspringt. Und jetzt Jan Koch, Neuaufbau über die linke Seite. Auf die linke Seite schieben sie es raus. Er schiebt das wieder in die Mitte auf die 20. Das ist Leon Ampadu, heißt der gute Mann, der wieder auf Robert Sickert. Ich will mal Jonas Sickert sagen, aber Jonas Sickert, ich glaube, der müsste noch in Krischow spielen, wenn er seine Karriere nicht schon aufgegeben hat. Auf jeden Fall jetzt auf Jan Koch. Jan Koch spielt raus, weil angegangen wird durch Kraus. Und da hat jetzt aber Slamar, der jetzt wieder ein Rechtsverteidiger ist. Und er wollte eigentlich Einwurf haben, aber es gibt es Einwurf auf der rechten Seite für Chemnitz, Stefan. Genau, und jetzt wieder gleiche Spielchen wie sonst auch. Neuaufbau über die Innenverteidigung. Chemnitz sucht die Lücke und erstmal den Ball in den eigenen Reihen halten, ein bisschen Sicherheit bekommen. Jetzt wieder Zickert auf der rechten Seite im Ballbesitz, wieder zurück in die Mitte. Jetzt läuft Bronischew an, dann geht es nochmal ein Stück zurück zu Jan Koch und der dann links raus auf Mensa. Da ist dann so ein bisschen Platz. Der Ball in die Zentrale, da ist Putze, der kommt nicht ran. Wieder Mensa auf der linken Seite, der jetzt ein Tempo aufnehmen kann und der hat Tempo. Ist jetzt auf Höhe des Strafraums, ein Übersteiger, zwei Übersteiger, ist jetzt vorbei, flankt in die Zentrale, Kopfballtor. 1-0 für den CFC und jetzt haben wir wieder dieses frühe Gegentor und Mensa mit einer sehr guten Vorbereitung und in der Mitte dann ja nahezu völlig frei, der Chemnitzer Stürmer, der einnickt zum 1-0, Bethke ohne Chance. Quasi drittes Spiel in der englischen Woche, dritter Rückstand und jetzt bist du wieder gezwungen, hinterher zu rennen und Thiele feuert hier seine Mitspieler an, motiviert diese gleich wieder immer weitermachen und Cottbus war ja jetzt schon gut im Spiel, besser als gegen Viktoria auf jeden Fall, aber jetzt wieder früher Rückstand gegen den CFC. Welche Minute war das, hast du ungefähr? Habe ich nicht mitgekriegt, aber ich kann euch den Torschützen sagen. Keller, nicht? Stanley Keller mit der 18 hat eingenickt. Sagen wir mal die 7. Minute, sagen wir mal. Wir sagen mal. Ich gucke mal auf die Uhr, ja, könnte passen. Und es war wirklich ein guter Angriff. Ich weiß nicht, ob sie Wollitz ein bisschen ärgert, Mensa nicht verpflichtet zu haben damals. Der hat sich da links wirklich sehr, sehr gut durchgesetzt gegen zwei Cottbusser am Ende. Und jetzt der Anschluss ausgeführt. Jetzt dabei wieder bei Hildebrand. Und die Cottbusser Fans sind gleich da. Diagonalball auf die rechte Seite zu Maxi Kraus. Gute Annahme mit der Brust, aber wieder zurück zu Pelivan in der Innenverteidigung. Wieder bei Hildebrand der Ball, der jetzt so auf der linken Seite Hallbauer sucht, ihn aber nicht schickt, sondern Bretschneider mit dem Dance mit dem Ball auf Thiele, der lässt klatschen auf Putze, Putze links raus zu Hallbauer. Das sieht gut aus, aber dann springt Hallbauer der Ball ein Stück vom Fuß und dann legt er Patrick Berger, der dazwischen geht. Ja, also wieder, täglich grüßt das Murmeltier, wieder in den ersten 10 Minuten, erste Viertelstunde gibt es das erste Gegentor, wie die letzten 2-3 Spiele genauso. Klaus-Dieter Wolf ist natürlich, steht jetzt auch auf, faltet seine Mannschaft zusammen, zu Recht, weil Mensa hat sich natürlich gut durchgesetzt, aber wenn du siehst, wie viel Cottbusser er da vernascht hat, das darf nie und nimmer passieren, die müssen mindestens auf eine Ecke gehen, aber da hat Mensa, und jetzt ist Mensa wieder freigelaufen, aber das habe ich auch schon gesehen, bei Slamar, als er den Ball verloren hat, er trabt dann hinterher, hat dann gedacht, dass vielleicht Pelivan das aushilft und dann hat Mensa alle vernascht, passt in die Mitte und da war dann Stanley Keller das Urgestein von Chemnitz und wie gesagt, wenn uns hier etwas gut läuft, jetzt erstmal Chemnitz hoch und weit, wieder auf Bretschneider, Bretschneider wird überlaufen, von Stanley Keller, der müsste jetzt die Flanke kommt aber nicht, weil Bretschneider sich gegen hat, jetzt ist Berger da, Berger hoch und weit auf dem zweiten Pfosten, das ist wieder ein Chemnitzer, der passt in die Mitte und dann ist Elias Bethke da und aus dem Hintergrund müsste jetzt ein Chemnitzer schießen, der schießt einfach mal abgeblockt, aber da gab es eine Abstimmungsschwierigkeit zwischen Bethke und ich meine, es war Hildebrand, da hieß es, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, da kann doch Bethke sagen, Leo, 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 da kann ich ihn aufnehmen. Da muss der Torhüter so laut sein, dass der Verteidiger das hört und dadurch gibt es ja dann erst im Nachgang die Schusschance, der hat zum Glück wirklich schwach war von, wie hieß er, Ampadu und jetzt wieder Ampadu im Mittelfeld, viele Ballkontakte, Neuaufbau und Chemnitz bekommt jetzt natürlich eine Sicherheit, die haben die letzten 4 Spiele sehr erfolgreich gestaltet mit 10 Punkten und haben jetzt die 1-0-Führung im Rücken. Jetzt Mensa lässt er, ja, Pelivan so ein bisschen aussteigen, aber war dann auch abseits da von dem Chemnitzer, der da noch hingegangen ist. Jetzt Slamar auf der rechten Seite im Ballbesitz. Kraus hat da ein bisschen Platz, könnte starten, wird aber nicht angespielt. Und jetzt geht es wieder in die Zentrale zu Hofmann und der weiter zu Hildebrand. Der weiter zu Hildebrand, alles noch in der Cottbuser Hälfte. Das Spiel ist mir auch ein bisschen zu langsam. Jetzt kommt der lange, weite Ball auf den linken Pfosten. Berger kommt nicht ran, aber Bretschneider kommt auch nicht ran. Der Ball geht dann neben der Eckfahne in Seiten aus. Und Stefan, was mir ja ein bisschen Hoffnung macht, ist ja die Gewissheit, dass wir, wenn wir unseren Stiefel weiter spielen würden, dass wir ja Rückstände aufholen können. Und was mir auch noch ein bisschen
ja, positiv ist, dass wir ja gut mitspielen und dass wir ja noch 80 Minuten haben plus Nachspielzeit. Also es ist noch alles drin, aber immer, das hatten wir auch am Anfang vom Warm-up gesagt, immer einen Rückstand hinterher zu laufen, das kostet Kraft, das kostet Nerven und das braucht kein Mensch. Jetzt wieder Chemnitz, aber da hat dann Breschneller aufgepasst. Jetzt ist drei Chemnitzer gegen drei Cottbusser. Jetzt ist die 26 da, das ist Lukas Dagger, da müsste die Flanke kommen. Die Flanke kommt, aber die kommt Gott sei Dank. Rutscht er den über den Schlappen und er geht 2-3 Meter über das Tor hinweg. Also wenn die ihre Konter gut ausspielen, da scheint jetzt auch ein probates Mittel von Chemnitz zu sein, Stefan, warten, bis Cottbus die Fehler macht und eiskalt kontern. Absolut. Und ganz links war ein Chemnitz auch völlig blank gewesen. Da sollte die Flanke hinkommen. Und wenn die dort hinkommen, dann wird es brandgefährlich auf jeden Fall. Und Frankie, nimmst du mal... Ich nehme meine Glücksstick jetzt in die Hand, weil das habe ich ja am Mittwoch auch gemacht. Das hat geholfen, das mache ich mal jetzt schon, Stefan. Auf jeden Fall. Kann nie verkehrt sein. Jetzt wieder ruhiger Spielaufbau bei Energie. Putzer hat jetzt in der Zentrale so ein bisschen Platz im Teilbauer mit auf links. Der zurück zum Brettschneider, der die Linie runter auf Pronischew, der aber nicht vorbeikommt an der Nummer 23 an Felix Müller. Aber Einwurf Energie, Heilbauer auf links wird ausführen. Er gibt auch nochmal weiter auf Brettschneider. Der wird jetzt aber ausführen. Thiele läuft an, kann den Ball behaupten, versucht durchzustecken. Aber Müller holt sich den Ball und der versucht gleich wieder den Konter zu starten. Hat aber Slamar aufgepasst, kann den Ball abfangen. Ist Pronischew in der Zentralen. Müsste dort Hofmann mitnehmen. Hofmann nimmt er mit, hat ein bisschen Platz. Hofmann könnte gehen. Spielt jetzt raus auf die rechte Seite zu Kraus. Der hat Platz. Der bringt die Flanke jetzt rein. Thiele mit der Hacke. Und knapp am Tor vorbei. Nächste dicke Chance für Energie. Das sah auch von hier aus ein bisschen wie eine Ecke. Gibt aber Abstoß. Aber guter Angriff von Energie. Und ja, schöne Chance von Thiele. Geht er rein. Sensationstor. So, schade. Geht er rein, spielt er nicht hier, sondern würde er mindestens zweite oder dritte oder erste Bundesliga sogar spielen. Wahrscheinlich. Aber das ist das, was, wie gesagt, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es gefällt mir bei den Cottbuser Jungs, dass sie nicht, wie würde Lothar Matthäus sagen, Sand in den Kopf stecken, sondern, wie ich es sage, den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach weitermachen, immer weiter, immer weiter und dann kommen auch die Chancen und die muss man dann auch nutzen, wenn ich die Chancenstatistik gucke, wir haben jetzt gut 13 Minuten gespielt, 2-2 steht es da, aber es entstand, oder entstand nicht, Spielstand 0-1 aus Cottbuser Sicht, es gab es auch eine Abseits, haben wir gut in den Abseits gestellt, deswegen gibt es, was ist es denn, wenn es Abseits ist, ist es Freistoß, Stefan, dass es dann für den anderen gibt? Ich glaube, indirekten Freistoß gibt es. Also, dann gibt es indirekten Freistoß für Cottbus, bitteschön. Der ist jetzt ausgeführt von Hillebrand aus dem Mittelkreis, rechts raus zu Slamar. Der titscht so ein bisschen auf, dadurch kann Slamar kein Tempo nehmen, muss wieder zurückspielen zu Pelivan, Hofmann wieder zu Slamar, raus auf die rechte Seite. Hofmann zeigt, ich gehe, jetzt ein kurzer Doppelpass mit Thiele, Slamar in der Zentralen, könnte mal abziehen, steckt nochmal durch auf Thiele, kriegt er den noch, bringt ihn in die Mitte und da hinten wartet Brettschneider, Brustannahme, bringt ihn nochmal rein. Kraut! Da ist der Ausgleich. Gut gemacht und Frank, seine Glücksbringer, die haben hier schon was gebracht. Also gut dabei von Thiele auf die andere Seite. Brettschneider konzentriert in die Zentrale gespielt, Höhe, Elfmeterpunkt und Kraus mit links. Nahe geht das Ding unter die Latte. Schneller Ausgleich von Energie und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt machen wir das Experiment. Ich packe meine Glücksbringer, lege ich jetzt wieder auf den Tisch. Wenn jetzt das 2-1 fällt, wir kennen jetzt, dann liegt wohl ja die Glücksbringer an. Behalte sie bitte in der Hand. Ich behalte sie in der Hand, aber ich nicht schreiben kann. Also, Jungs und Mädels, es ist wieder ausgeglichen. Ja, Gott sei Dank. Und da ist die Stimmung im Block gleich nochmal richtig da. Ja, also da ist wirklich gleich wieder Stimmung. Schönes Tor von Maxi Kraus. Erste Tor für Energie im dritten Spiel. Und Cottbus läuft gleich wieder an. Pronischew läuft den Torhüter an. Der muss den Ball jetzt lang spielen in Richtung Slamar. Der lässt den Ball ins Ausgehen. Somit Einwurf, Energie. Ja, in der Mitte der eigenen Hälfte auf der rechten Seite. Slamar wird den Ball einwerfen. Da ist jetzt Pelivan zugestellt. Jetzt geht Hillebrand mit hin. Der bekommt den Ball auch. Nimmt den gut an. Gleich weiter zu Thiele. Der lässt oder versucht klatschen zu lassen. Kann den Ball aber nicht kontrollieren. Chemnitz kann den Ball abfangen. Will in die Zentrale spielen. Jetzt ist Hofmann dazwischen. Pronischew weiter zu Thiele. Und der sieht hoffentlich Heilbauer auf links. Und Heilbauer hat jetzt viel Grün vor sich. Da kommt jetzt Zickert. Heilbauer immer noch im Ballbesitz. Der legt jetzt ab in den Rückraum zu Thiele. Der nimmt den Ball vorbei, schießt. Und gehalten vom Wunsch. Rechts unten hat er den Ball rausgekratzt. Gute Aktion von Timmy Thiele aus 17, 18 Meter. Also wichtig, gleich nachdem und innerhalb von 2 Minuten die nächste dicke Chance. Und somit jetzt Ecke für Energie. Die erste übrigens in diesem Spiel. Und der 120 schreibt, Kraus, was für eine Bereicherung. Stefan, ich glaube, das können wir beide unterschreiben. So, jetzt da Tim Heike leider
über der Schüssel hängt, muss jetzt Jonas Hofmann, der am Mittwoch über der Schüssel gehangen hat, jetzt die Ecken treten. Standards können wir ja mittlerweile, haben wir ja gesehen, da kommt auf den ersten Pfosten, Bronischow köpft ab, aus dem Hintergrund ist keiner da, deswegen ist der Ball erstmal auf links raus auf Thiele. Thiele jetzt auf Samar, Doppelpass Thiele, aber in den Rücken gespielt, Thiele jetzt in Höhe der Eckfahne, müsste zurück auf Samar spielen und dann passt er in Seiten aus. Das ist mir so ein bisschen Larifari. Ich glaube, Stefan, da kann er eigentlich auch präziser zu Samar machen, aber das ist Jammern auf einem hohen Niveau. Hohes Niveau, ja, aber es ist halt ärgerlich, weil dadurch der Angriff so ein bisschen verpufft und es halt unnötig ist. 80. Minute mit 4-0 Vorsprung, klappt es dann vielleicht auch. So ist der Ball jetzt weg. Jetzt Mensah auf der rechten Seite mit der nächsten Angriff zum Cottbuser dann. Putze sieht raus und dann grätscht dann der Chemnitzer dazwischen mit einer Bogenlampe und ja, Müller nimmt dann die riskantere Variante, anstatt zum Torhüter zurückzukopfen, zu Zickert und jetzt in Verteidigung Jan Koch fast im 5-Meter-Raum mit dem Ball. Jetzt diagonal nach vorne gespielt, Brett Schneider mit dazwischen und Hildebrand hat aufgepasst und dabei bei Pedivan. Und man sieht, dass Cottbus noch mehr Selbstvertrauen durch das 1:1 bekommen hat, weil die Aktion jetzt auch ein bisschen flüssiger als schon vorher, wo sie relativ gut nach vorne gespielt haben, jetzt aussieht. Und ja, das stärkt natürlich auch das Selbstvertrauen, wenn man weiß, ja, lass doch Chemnitz hier in ein Tor schießen, wir machen das schon. Und das können wir alle sagen, wird jetzt heute mal ein Standardspruch, weil Cottbus sich den Ball in der Innenverteidigung wieder hin und her schiebt. Und Chemnitz, Stefan, siehst du das, die pressen uns immer Richtung Tor, Richtung Elias Bethke. Genau. Dadurch aber auch eben viel Platz vor deren Tor. Und du kannst die Abwehr dann gut überspielen, wie es jetzt wieder versucht wird von Thiele, der den zweiten Versuch bekommt nach dem ersten Fehlpass und dann der nächste Fehlpass zu Slamar, der den Ball holt und auch auf Kraus spielen möchte. Also Thiele so ein bisschen lässig, dadurch ab und zu ein Fehlpass, aber hat halt auch gute Aktionen. Das ist, glaube ich, so ein typisches Timmy Thiele-Spiel. Jetzt wieder Chemnitz im Ballbesitz, in Verteidigung Müller, Zickert und Koch, wahrscheinlich mit dem meisten Ballbesitz hier. Jetzt wieder zurück zu Zickert, der jetzt die Linie runterspielen wird auf der rechten Seite, aber Hildebrand ist erstmal dort, lässt den Ball durch und Bethke nimmt den Ball auf und schnell weiter zu Putze in der Zentralen, der Bronischow mit ihm will und dann hat die Nummer 8 aufgepasst, fängt den Ball ab, geht in Richtung Cottbuser Strafraum, flankt rein, da ist Mensah links völlig frei, aber der Ball driftet so ein bisschen ab, jetzt kommt der Schuss aus Spitzenwinkel, Bethke gehalten, Nachschuss auf Slamar und dann haut Slamar den Querschläger übers Tor ins Tor aus Ecke Chemnitz. Also da muss Cottbus aufpassen und wieder so ein individueller Fehler. Und wieder Putze. Also wieder der hat Putze, mir auch gegen Viktoria in der ersten Halbzeit ja so gut wie überhaupt nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit hat das dann richtig gut gemacht. Einige sagen auch, das war sein bestes Spiel seit Bautzen damals und selbst das ist schon gefühlt fast 10 Jahre her. Also Putze, hoffen wir, da ist noch Luft nach oben. Jetzt aber erstmal die allererste Ecke für den Chemnitzer FC. Von uns aus gesehen ist es die rechte Seite. Mal gucken, ob die Standards können. Der Standard kommt auf den zweiten Pfosten, der Kopfball, aber das ist der kleine Kraus und haut ihn erstmal weg auf den Mensah. Das heißt, die Kleinen müssen ja mal abdecken. Mensah wird doch nicht aus der Ferne schießen, er nimmt Anlauf, aber er schießt dann doch nicht aus 40 Metern und jetzt kommt Chemnitz, versuchen sie erstmal hinten rum, jetzt geht's raus auf Lisek, der vernascht da Timmy Thiele, die Flanke kommt und dann ist dort Gott sei Dank ein Cottbuser Bein, aber Chemnitz rückstiffern. Auf jeden Fall, also von Ersatzgeschwächt merkt man nicht so viel, jetzt wieder Mensah an der Strafraumkante, vorbei an Slamar, aber kommt nicht richtig vorbei, muss ein bisschen abdrehen. Jetzt auf der linken Seite die Flanke in die Zentrale. Slamar rutscht vorbei. Und dicke Chance, weil Slamar am Ball vorbei rutscht. Dafür Chemnitz. Und es gibt die Ecke. Also, der war einen halben Meter übers Tor. Ich weiß nicht, ob Bethke da noch rangekommen wäre. Ich glaube nicht. Nächste Ecke CFC. Nächste Ecke CFC, das ist die zweite in diesem Spiel nach gespielten 20 Minuten. Da steht 1:1, weil Keller für den CFC in der 7. Minute und Kraus zum 1:1 in der 14. Minute. Das heißt, wenn alle 7 Minuten Tor fällt, Stefan, dann will ich gar nicht wissen und habe ich jetzt schon ein bisschen Bammel, wenn jetzt Chemnitz die zweite Ecke kommt jetzt wieder von rechts. Wieder hat sich Lisek den Ball zurechtgeschnappt. Die erste war ja gar nicht so schlecht. Hoffentlich wird die zweite schlechter. Der Ball kommt. Jetzt muss er rausgeköpft werden und dann geht der Ball an Freund und Feind vorbei und dann geht er ins Seiten aus, aber der Ball muss wohl dann Cottbuser dran gewesen sein, ja, aber ist immer gefährlich, die Ecken, wenn die mit Zug zum Tor kommen, da muss nur einer einrennen und dann ist es schon brandgefährlich, ja. Einwurf jetzt auf der linken Seite, Höhe Strafraum, der Cottbuser Einwurf für Chemnitz, Ball immer noch in der Hand des Chemnitzers, der noch die Anspielstation sucht, findet sie jetzt. Fehlpass jetzt auf Kraus, der wird vom eigenen Mann gelegt, sah so aus, ne? Aber dann der Fehlpass im Spielaufbau. Aber jetzt kann Brettschneider sich den Ball holen, gleich raus auf die linke Seite zu Halbauer.
der rennt und rennt und rennt, aber Zickert ist hier einen entscheidenden Schritt schneller. Zurück zum Torhüter, der haut das Ding raus. Mal ein bisschen unkontrolliert. Jetzt Putze dazwischen zu Thiele. Thiele weiter zum Brettschneider, der lupft die zentrale. Halbauer stand im Abseits. Spiel läuft weiter. Thiele jetzt wieder dazwischen. Gegen 1, gegen 2 und bleibt am dritten Chemnitzer hängen. Einwurf Cottbus. Aber Radio Thiele ist on fire. Es gibt ja beim FC Bayern München gibt's ja Radio Müller. Da ist ja der Müller, der alles zutextet im Spiel. Und bei uns ist es halt Radio Thiele. Jetzt hat mal Pronichev das Foul gezogen gegen die 18 gegen Stanley Keller. Nee, das stimmt gar nicht. Stanley Keller hat das Foul gezogen gegen Pronichev. Gibt Freistoß für Energie Cottbus. Hätte ich zwar anders gesehen, aber da wir mit rot-weiße Fanbrille kommentieren, Stefan, nehmen wir den Freistoß gerne mit. Guck mal, Hofer startet. Pronichev sieht es zu spät, weil er auch das Spiel so ein bisschen davor stand. Jetzt sortiert sich Cottbus alles so auf Höhe, 60 Meter vorm Strafraum ausgeführt zu Pedivan an den Mittelkreis, weiter zu Samar, halb rechts raus. Der könnte auch mal abziehen und macht das jetzt auch in Form einer Flanke und dann rutscht Brettschneider da knapp vorbei. Hätte er Schuhgröße 60 gehabt, wäre er rangekommen. Die Clownschuhe, so eine Clownschuhe. Ja. So rollt er bei uns aus, Abschluss CFC. Ja, war aber eine gute Idee. Wunsch, der Stammtorhüter, der sich mittlerweile festgespielt hat beim CFC, hat sich das Bällchen direkt und jetzt machen sie es auch kurz zu Jan Koch, der wird angelaufen von Timmy Thiele, alles noch in der Chemnitzer Hälfte, kommt auch Pelivan jetzt auch Putze, verliert er wieder das Bällchen, genau so ist es. Ach, Putze, ja wieder, drei Chemnitzer, genau in die Schnittstelle, jetzt muss Jonas Hildebrand, der spielt zurück auf Bethke und Bethke haut den Ball weg, bloß gut, dass die keinen Schrillimamba haben, die Chemnitzer, sodass dann Hildebrand noch retten konnte. Jetzt aber kommt die zweite Welle von Chemnitzer, wird ein bisschen geschubst von Putze. Und jetzt könnte der Cottbusser Angriff laufen mit Kraus. Das sind aber zwei Cottbusser gegen 2, 3, 4, 5 Chemnitzer. Kraus stoppt ab, schießt in die Mitte zu Pronichev. Der müsste wieder rausspielen auf Halbauer, aber der Ball kommt zu weit, kommt Halbauer noch ran. Ja, aber gerade so einen halben Meter vor der Auslinie. Jetzt müsste Halbauer die Flanke schlagen, die Flanke kommt. Und damit gibt es die zweite Ecke. Und damit ist auch der Eckenstand endlich mal ausgeglichen, Stefan. 2-2? Endlich. Aber Pronichev, wenn der einen Ticken genauer auf Halbauer spielt, dann wird es brandgefährlich hier, somit nur quasi in Anführungszeichen die Ecke in der 23. Minute. Hofmann legt sich den Ball dorthin, auf der linken Seite mit rechts, also mit Zug zum Tor. Die großen Jungs von Energie stehen bereit, Putze, Thiele sehe ich dort. Da hinten noch Slamar. Ball ist freigegeben, kommt jetzt in den Strafraum Richtung Tor. Kurz vorm Torhüter rausgeköpft, Heilbauer der zweite Ball. Nächste Bogenlampe zurück zu Pelivan. Gucken wir es jetzt mal mit dem Kopf nach vorne zu Pronichev. Gute Ballannahme, wir nehmen da mit. Spielt auf Halbauer. Bisschen ungenau weiter zu Hofmann. Der kann den Ball nicht weiterspielen, aber immer ein Einwurf Energie. Schnell ausgeführt in Richtung Mittellinie zu Pedivan. Und neuer Spielaufbau. Neuer Spielaufbau. Sämtliche Feldspieler sind jetzt in der Chemnitzer Hälfte. Wir versuchen dem Chemnitzer FC ein bisschen einzuschnüren und die Lücke zu finden. Aber wenn alle 21 Feldspieler oder 20 Feldspieler plus Torwart in der Chemnitzer Hälfte sind, dann wird das natürlich alles ziemlich eng. Da müssen wir dann die Lücke finden, den Mut zur Lücke finden. Und deswegen gab es jetzt auch einen Seitenwechsel, was ja ein probates Mittel ist, um die Lücke irgendwie zu reißen. Trotzdem geht der Ball in Seiten aus, ungefähr 3, 4, 5, 6 Meter von uns aus gesehen auf der rechten Eckfahne vom Chemnitzer FC. Hat sich der Chemnitzer Spieler jetzt das Bällchen geschnappt. Einwurf kommt hoch und weit auf den Kopf von Slamar, der genau auf Pronichev, der mir gut gefällt. Pronichev müsste querschießen. Macht er nicht. Jetzt müsste er schießen. Ja, macht er jetzt auch Brettschneider. Brettschneider müsste flanken. Brettschneider ist am ersten Mal. Denkst du? Und jetzt könnte der Konter laufen. Jetzt sind 1, 2, 3 Chemnitzer gegen 1, 2, 3, 4 Cottbusser. Der kommt genau auf Mensah. Mensah frei vom Tor, aber Gott sei Dank wird er ein bisschen abgedrängt. Jetzt rennt Hildebrand raus. Hildebrand, aber Mensah ist am 16 Meter Raum. Hildebrand wird abgekocht. Nein, Mensah immer noch am Bällchen, versucht da zu dribbeln, kommt da durch, nicht faulen und dann hat er die Kraft, Gott sei Dank nicht, aber Chemnitz immer da, die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten, aber dann geht der Ball ins zweite Haus, nein, denkst du, Berger ist da, Berger, die nächste Flanke segelt rein und genau auf die von Bethke, aber wie Mensah dort die Spieler aus, da kann man froh sein, dass die Mensah irgendwann die Kraft geführt hat, Stefan. Ja, zum Glück, aber der hätte ablehnen können und macht eine Körperdrehung und lässt damit quasi fast drei Energiespieler aussteigen, also da muss Cottbus mächtig aufpassen auf den Mensah. Ich glaube, der Dani Escobar, der hat es geschrieben, unsere Abwehr wirkt manchmal wie ein Hühnerhaufen, beziehungsweise ist ziemlich wackelig und das kann man leider nur so unterschreiben. Sie haben ja von den ersten fünf da oben die meisten Gegentreffer. Leider ja. Das könnte am Ende halt auch das Problem werden, die meisten oder die vielen Gegentore. Du musst jetzt halt anfangen, auch vorne viele Tore zu schießen. Ja. Ne, damit sie das so ein bisschen ausgleicht. Jetzt wieder Pelivan im Ballbesitz. Ja, weiß nicht so richtig, wohin nimmt jetzt Hildebrand mit. Jetzt hat der das Problem. Und gibt das Problem jetzt quasi zu Pelivan zurück.
Heilbauer steht jetzt völlig blank hier unten links. Sieht Pelivan jetzt auch. Diagonalball. Genau auf den Oberschenkel. Gute Ballannahme gegen Berger. Oh. Und dann Berger tanzt da ein bisschen Tango. Aber Heilbauer setzt nach. Kein Foul. Jetzt ist Heilbauer im Strafraum auf der Seite. Flacher Ball. Dann kommt Kraus. Oh. Aber einen Schritt zu spät eingelaufen. Also erst verliert Heilbauer den Ball. Ja, fast läppisch da gegen Berger. Ja. Setzt dann aber gut nach. Ist auch das Mindeste, was er denn machen muss. Und die Flanke war ganz gut, aber Kraus halt zu spät. Kraus zu spät wäre ja auch ein cooles Ding, wenn er hier heute noch seinen Doppelpack machen würde. Von mir aus kann er auch einen Hattrick machen, schon in der ersten Halbzeit. Aber dafür hat er jetzt noch knapp 20 Minuten Zeit, 26 Minuten gespielt. 1:1 Chemnitz mit dem Einwurf. Und nun so hast du gesehen, das ist die rechte Seite hoch und weit, genau auf Slamal. Slamal auf Kraus, Kraus auf Hofmann. Slamal müsste jetzt Rückwärtsgang einlegen, macht er auch auf Pelivan. Als letzter Mann ist jetzt Hildebrand schon fast in Höhe der Mittellinie. Alle Feldspieler wieder eng im Chemnitzer Strafraum. Schön auf Kraus, das ist kein Abseits, aber der Ball wird dann lang und länger und dann geht er wieder in Seiten aus. Und jetzt ist genau da, wo der Franky vor einer knappen Minute losgelegt hat mit dem Einwurf. Gibt es jetzt den nächsten Einwurf, Stefan? Ja. Ich gucke nebenbei auch immer mal ein bisschen nach Potsdam rüber. Dort steht es 1-0 nach 70 Minuten für den Kreiswalder FC. Ist ja so die Mannschaft, die ja erstmal ein bisschen verlieren muss. Hoffentlich auch der BFC, der noch ein bisschen verlieren wird, damit wir überhaupt die Chance haben, oben ranzukommen. Einwurf immer noch nicht ausgeführt, deswegen kann ich das alles erzählen. Jetzt haut Koch den Ball quasi im Pressschlag nach vorne und Heilbauer holt sich den Ball und der spielt ja mal gut 50 Meter zurück zu Bethke. Zeit jetzt für beide Mannschaften, sich neu zu sortieren. Pelivan hat jetzt den Ball auf Höhe des Mittelkreises, nimmt auf der rechten Seite Kraus mit, der zurück zu Pelivan spielt. Ist so ein bisschen ein statisches Spiel von Energie und damit einmal kommt so die Bewegung rein, um die Lücken zu reißen. Jetzt ist kurze Unterbrechung, da scheint ein Chemnitzer was abbekommt zu haben, scheint ein bisschen zu bluten, leichtes Nasenbluten oder auf die Lippe gebissen, wir sehen es nicht genau, muss an die Seitenlinie raus behandelt werden, muss eigentlich das Spielfeld verlassen, genau, damit es weitergehen kann, Schiedsrichterball bei Bethke. Und jetzt kriegt die Nummer 26, das ist der Lukas Daggers, der kriegt jetzt ein paar Tampons in die Nase gesteckt und dann wird es für ihn auch gleich weitergehen. Schiedsrichterball ist ausgeführt zu Elias Bethke, der heute einen guten Job macht, wie natürlich. Also da kann bei uns im Cottbus im Tor stehen, Stefan, wer will, da habe ich nie Bauchschmerzen. Nee, ganz, ganz selten hatte man mal Bauchschmerzen, eher Herzflattern, wenn ich mich da so an Pipi erinnere. Aber auch das war ja ein klasse Keeper und jetzt der Ball raus zu Heilbauer, anstatt nach vorne geht es dann wieder hinten zu Hildebrand. Brettschneider war da eigentlich schon fast am Durchstarten. Jetzt wieder Hildebrand auf Höhe der Mittellinie. Der spielt flach auf Slamar in die zentrale Thiele. Nimmt den Ball gut an, legt ab auf Bronischew. Der könnte mal schießen, dann verspringt der Ball so ein bisschen. Irgendwie kommt der Ball fast noch zu Kraus auf die rechte Seite. Aber da die Grätsche von Walter und Kraus wollte starten. Ball geht in die Zentrale von Hofmann zu Slamar, zurück zu Slamar in die Zentrale. Bronischew noch mehr zentral, rechts raus zu Kraus, der ein bisschen Platz hat, zieht das Tempo an, zieht in den Strafraum mit links, Tor! Was eine Rakete! Und Frank hat wieder seinen Glücksbringer in die Hand genommen. Also, Kraus in Robbenmanier von rechts in Richtung Strafraum nach, mit dem Haken auf den linken Fuß und dann zieht der das Ding da in die linke obere Ecke zum 2-1. Das ist sensationell und zu den Rahmenbedingungen, die zur dritten Liga passen, auch die Spieler von Cottbus gerade. Also das war ja wirklich, das ist nicht mehr Regionalliga-Niveau von Kraus, das ist mindestens dritte Liga, so ein Tor. Also der scheint sich hier, also ich glaube, Axel Borgmann war ja Energiespieler des Jahres. Ja. Ich glaube, Maxi Kraus, wenn der so weitermacht, da hat einen dicken Konkurrenten. Ja, also Maxi Kraus mit dem Doppelpack. Ich sagte Stefan, ich hätte nichts gegen Hattrick in der ersten Halbzeit. Noch ist alles drin. Für eine Stunde hat er ich, noch. Ich tipp's mal schnell ein. Bitte, mach mal weiter. Und Cottbus läuft dann auch gleich wieder früh an mit der Führung im Rücken. Jetzt der Jan Koch auf der rechten Seite, linken Seite mit dem Ball nach vorne. Keller kommt daran, kann den Ball aber nicht kontrollieren. Keine Gefahr, stand auch nicht im Abseits. Und jetzt wieder der Ball bei Hildebrand. Also Cottbus hat das Spiel immer mehr in den Griff bekommen, muss halt nur hinten so ein bisschen aufpassen. Jetzt wieder so ein Fehlpass da von Hofmann in Richtung Pelivan. Gerade sage ich es noch. Und der lange Ball landet dann bei Chemnitz. Jetzt ist Kraus dazwischen, kann den Ball holen. Hofmann über die Mittellinie, sieht links Heilbauer. Heilbauer hat Platz, nimmt den Ball gut an. Was macht er? Er bringt in die Mitte, abgefälscht. Ball landet fast bei Hofmann. Da ist aber die Nummer 8, Lischek, vor Hofmann am Ball. Und Chemnitz startet jetzt den Gegenangriff über die linke Seite. Mensah ist da schon in Position gelaufen, kriegt den Ball aber nicht, sondern Ampadu in der Mitte. Und der verliert den Ball fast gegen Bronischew.
Aber mit der Körpergröße musst du dich dann erstmal durchsetzen gegen den. Und die Katriona schreibt im Chat, Katriona, ganz liebe Grüße, wir haben heute früh schon auf Facebook geschrieben, die hat geschrieben, das Geld hat sich gelohnt, Stefan. Und ich glaube, ja, wir hatten ja alle ein bisschen Bauchschmerzen, wie Energie Cottbus hier eine niedrige fünfstellige Summe an Ablöse zahlen kann, aber das Geld hat sich wirklich schon gelohnt und das ist prima. Und der Charlie Harper und seine Frau schreiben, sitzen Stefan und Frankie im Eimer, das klingt so blechern. Eigentlich nicht. Du bist der Einzige, der hier mault, Charlie. Manche hören uns bloß auf dem rechten und linken Ohr. Vielleicht sitzt du ja auf dem Klo und hörst uns deswegen ein bisschen blechern. Nein, Spaß beiseite. Charlie, ihr könnt ja mal im Chat schreiben, ob das nur an uns liegt. Aber jetzt erstmal langer, weiter Ball von Chemnitz. Wollen wir uns aufs Spiel wieder konzentrieren. Jungs und Mädels, 31 Minuten gespielt, 2:1 für den Cottbus. Cottbus hat wieder mal ein Spiel gedreht, Stefan. Ohne geht's gar nicht. Wie gesagt, ich habe es ja versprochen, in der PK wäre ich Klaus-Dieter Wolf fragen, ob wir nicht immer gleich mit dem Rückstand beginnen wollen. So, jetzt aber erstmal wieder klein alles. Und so gibt es Einwurf Mitte Cottbuser Hälfte von uns auf der rechten Seite. Also was man definitiv sagen kann, wenn man so viele Rückstände umdreht, und das ist jetzt der dritte innerhalb einer Woche, scheint es in der Mannschaft auf jeden Fall zu stimmen. Jetzt Brettschneider in die Zentrale, Fehlpass zu Ampadu. Chemnitz versucht das Spiel jetzt schnell zu machen auf Mensa, aber der kann den Ball nicht kontrollieren und steht aber auch nicht im Abseits. Doch, stand im Abseits, aber dadurch, dass es keine Gefahr gab, läuft das Spiel weiter. Abstoß, Energie. Ja, also Moral ist auf jeden Fall dabei Energie. Und Klaus-Dieter Wollis hat ja gesagt, dass gegen Erfurt viel kaputt gegangen ist am Selbstvertrauen, dass man das auch in Rostock gesehen hat und dass auch bei dem Spiel gegen Viktoria noch nicht das Selbstvertrauen da war. Aber mit jedem Sieg holst du ja Selbstvertrauen. Und auch Christian Tiffert hat es ja bei der PK gesagt, Chemnitz 3 Siege aus den letzten 4 Spielen, auch das hat Selbstvertrauen. Und das Absolut. Hat man ja auch in den ersten Minuten gesehen. Und Chemnitz versteckt sich ja hier nicht. Sie spielen hier nicht, ich sagte es bereits, wie vor der Saison, wo sie als Abschiedskandidat mitgehandelt worden sind, sondern sie spielen hier locker mit. Und das kann ich alle sagen, weil Brunnichev eigentlich schnell den Einwurf ausführen wollte und jetzt doch für Nico Brettschneider das Bällchen überlässt. Aber auch Nico Brettschneider hat keine Anspielstation. Jetzt kommt Putze ihm entgegen. Putze spielt zurück auf Brettschneider. Brettschneider tritt auf den Ball, wieder auf Putze. Putze, kein Fehlpass diesmal. Nein, macht er nicht auf Brunnichev, der ein gutes Spiel macht, der Denker und Lenker ist. Aber jetzt hat er mal einen Fehlpass gemacht, aber da ist dann Brettschneider. Brettschneider, schöner Seitenwechsel auf Kraus, dem Doppel Torschützen, dem wir noch ein drittes Tor wünschen. Was macht er? Zieht er in die Mitte? Ja, da versucht er rechts Lamar mitzunehmen. Also aber es klappt nicht alles, aber wenn alles klappt bei Kraus, wie gesagt, dann würde er auch nicht bei uns spielen. Und schöne Grüße an Manuel. Kraus, nicht Krause. Richtig. Genau. Spaß, Manuel. Ich muss Maxi Spaß sein. Krause, der legendäre Neuzugang. Wer kennt ihn nicht? Nein, also auf jeden Fall mit dem Ausgleich ist das Selbstverständnis bei Energie gewachsen, mit der Führung jetzt noch mehr. Und Mensa, gut, Brustername da in der Zentralen auf zurück in die Innenverteidigung, die jetzt aufbauen über Zickert auf der rechten Seite. Der versucht da irgendwie nach vorne zu kommen, Höhe der Mittellinie jetzt, aber muss dann doch kurz spielen auf Stanley Keller. Der macht es aber gut, lässt da Putze aussteigen, geht immer mehr Richtung Schafraum und jetzt Putze mit der Hacke dazwischen. Das hat er sich nicht nehmen lassen, Stefan. Nee, definitiv nicht. Ein Bodychef, der hätte da auch eine Körpertäuschung. Also der wird Wahnsinn. Leistungsgerechten Vertrag da jetzt gut bezahlt in die Mitte zu Kraus. Der legt ab auf Hofmann, zurück zu Kraus, der hat Platz. Was macht Kraus? Ein Haken auf Brunnichev, ganz rechts Lamar. Bekommt den Ball. Flanke auf Thiele und der kommt nicht ran, weil er so ein bisschen von Zickert geschoben wird. Aber nicht elfmeterwürdig, definitiv nicht. Aber Cottbus macht es jetzt hier richtig gut. Und es gab in jeder Saison ein Spiel, wo es knallen musste bei Energie. Wir hatten das Spiel bei Tasmania Berlin, was man verloren hat. Danach gab es eine Siegesserie. Jetzt ist es vielleicht Erfurt, wo es wir hatten das ja auch in der Hinrunde, nicht? Wir haben ja die ersten beiden Spiele einmal verloren gegen Viktoria, gegen Luckenwalder unentschieden. Ja. Und dann lief es. Und dann hatte ja auch Klaus-Dieter Wolf gesagt, dass wir dann auf einmal einen Punkteschnitt von 2,3 hatten. Ja. Und dann lief es. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn wir das Spiel heute gewinnen sollten, ich klopfe mal auf Holz, dann haben wir aus den letzten 5 Spielen 3-mal gewonnen, 1 unentschieden und nur 1-mal verloren. Und das ist auch schon eine Serie, die sich sehen lassen kann. Natürlich haben wir gegen Luckenwalde unglücklich das 1-1 gekriegt. Und ich will nicht wissen, wie es ausgesehen hätte, wenn wir da vielleicht noch 3 Punkte mitgenommen hätten. Aber jetzt erstmal wieder auf dieses Spiel, weil Stefan, dieses Spiel ist noch nicht zu Ende. Definitiv nicht. Da ist jetzt Slamar angelaufen worden. Ja, neben seinen eigenen Strafraum holt da den Einwurf raus. Chemnitz stellt jetzt gut zu. Hofmann ist so der Einzige, der angespielt werden kann. Hildebrand kommt noch dazu. Zurück zu Slamar. Zurück in den Strafraum auf Putze. Weiter zu Bethke. Also die haben jetzt so ein bisschen
Ruhe. Chemnitz läuft nicht wirklich an. Jetzt wieder Hildebrand zu Pelivan. Und so langsam schiebt sich Cottbus nach vorne. Heilbauer links fast immer blank. Jetzt so ein bisschen die Spielverlagerung nach links. Jetzt wieder zurück nach rechts. Das ist eine ruhige Kugel, schiebt Energie gerade, kann man so sagen. Slamar wieder zurück in die Innenverteidigung. Darfst gerne weitermachen. Und ich übernehme mal, jetzt kommt Hildebrand, der passt in die Mitte zu TT7. TT7 auf Putze, Putze schickt dort Jonas Hofmann. Und dann ist da ein Wunsch, es müsste Wunschow lupfen. Ein Fehler von Wunsch, weil er den Ball nicht richtig weghaut. Und dann kommt Pronitschow und im Stile eines Schlitzohres sieht er, dass Wunsch zu weit im Tor oder aus dem Tor steht. Und dann überlupft er den jungen David Wunsch. Er ist, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, er müsste relativ jung sein, 20 Jahre erst alt. Und da lässt er sich von so einem Schlitzohr, ja, da macht er einen Fehler, der Wunsch. Und dann ist das Schlitzohr Maxi Pronitschow da. Und Stefan, wenn man ganz gehässig ist, dann könnte man sagen, heute machen es die Neuen. Die Neuen, die in der Winterpause gekommen sind, die machen heute Rabatz. Die machen Rabatz, das war sicherlich auch das Ziel dahinter, dass da nochmal ein neues Leben in die Truppe reinkommt. Und jetzt nach dieser englischen Woche kann man sagen, Mission erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt führt Cottbus hier nach einer noch guten halben Stunde 3-1, nach 1-0 Rückstand. Und Cottbus macht das wirklich gut. Und da siehst du halt auch diese Routine von Timmy Thiele, anstatt richtig rauf zu wemsen, dieser gefühlvolle Lupfer. Und gleich läuft die Cottbuser Mannschaft wieder früh an. Also die machen hier hoffentlich noch was fürs Torverhältnis. Letzte 3 Tore in einer Halbzeit, das ist schon echt stark. Pronitschow läuft wieder an. Und auch er wirkt jetzt so richtig motiviert. Ne? Der jetzt mal lange Ball auf Mensa, der kommt nicht ran. Ganz links kommt noch jemand. Der kriegt den Ball, legt ab auf Mensa. Jetzt eben zieht in den Strafraum ein Übersteiger. Und jetzt werden auch die Fans da so ein bisschen unruhig. Jetzt kommt die Flanke. Aber kein Problem für Pelivan. Und Hofmann haut das Ding raus. Ampadu dazwischen. Kraus holt sich den Ball. Und da hat Thiele aber so ein bisschen gezogen. Deswegen verliert Ampadu den Ball. Ach, hier mit Thiele hat das Tor geschossen. Gar nicht Broni. Ah, siehst du, habe ich Broni geschossen, glaube ich. Da habe ich Pronitschow zu früh gelobt. Ja. Also TT7 hat das Tor gemacht. Ich anrufe nochmal, Stefan, du musst leider weitermachen. Ich mache weiter. Freistoß jetzt für den CFC. Da halblinke Position, aber auch ziemlich weit noch weg vom Tor. Das Ding kann man nur rein flanken in Richtung Strafraum. Ball ist jetzt freigegeben. Ball kommt jetzt in Richtung Strafraum. Rutscht durch und Cottbus klärt dann zur Ecke. War gar nicht so ungefährlich. Ja, und Chemnitz, wenn sie jetzt nochmal einen schnellen Anschluss machen, dann wird es ein richtig interessantes Spiel. Ansonsten wird es in der zweiten Hälfte eher ein kontrolliertes Spiel von Cottbus werden. Jetzt die dritte Ecke für den CFC. Aber Stefan, es wäre doch nicht Energie, wenn wir so eine gute Führung noch vor der Halbzeit hier halbwegs aus der... Ich habe ja gesagt, ich möchte ja gerne diese Spannung richtig vom Mittwoch. Ne? Also es wäre wirklich nicht Energie. Jetzt aber erstmal die dritte Ecke müsste das sein, glaube ich. Ja. Von Chemnitz diesmal aber von uns aus gesehen die linke Seite. Kopfball! Und dann schießt er ein Luftloch aus dem Hintergrund, der nächste Schuss und weg ist er. Hoch! Also Chemnitz hat sich hier nicht aufgegeben. Warum sollten sie auch, Stefan? Sie haben noch 50 Minuten vor der Brust. Klar, 2 Tore aufzuholen gegen Energie Cottbus sollte ein Brett sein. Aber wenn wir hier nicht das 4-1 machen, Stefan, ist der Drops hier noch nicht gelutscht und die Kuh vom Eis. Und damit habe ich meinen Standardsatz schon gesagt. Genau. Bitteschön. Nein, also Cottbus muss weiter aufpassen. Da sind auch viele Chemnitzer dabei, die ja sonst keine Stammspieler sind. Die wollen sich auch präsentieren. Und die werden einfach weiterspielen. Jetzt der lange Ball, Thiele. Legt dort, Zickert, also voll war es nicht, beide schieben so ein bisschen, Zickert lässt sich da so ein bisschen fallen, kriegt dann den Freistoß, muss man nicht pfeifen, aber Thiele, Shake Hands und das ja doch eher sportlich hin mit einer kleinen Diskussion, weiß nicht, wie er es beim 1-1 macht, beim 3-1 ist er ein bisschen entspannter wahrscheinlich, ausgeführter Freistoß zu Jan Koch, der vorbei am Pronitschow in den Mittelkreis, ein bisschen Tempo auf, spielt dann rechts raus zu Berger, der kann den Ball annehmen, bringt den Ball in Richtung Strafraum. Chemnitz, ja, gute Ballkontrolle da von Lischek, der flankt jetzt ganz links raus. Gute Ballannahme, wieder Ball in den Strafraum geflankt und Keller kommt nicht ran, Ball immer noch heiß und Cottbus klappt zur Ecke.
Cottbus klärt zur Ecke. Das ist die vierte Ecke für Chemnitz. Jungs und Mädels, 40 Minuten gespielt. Spielstand 3:1 für Cottbus, aber Ecken 4:2 für Chemnitz. Und Chemnitz, ja, die gehen jetzt in All-In. Die machen jetzt die Flucht nach vorn, wie das aussieht, Stefan. Also die haben sich hier nicht aufgegeben, sondern die wollen hier so schnell wie möglich den Anschlusstreffer zum 2:3 machen. Und Klaus-Dieter Wolf schüttelt auch mit dem Kopf. Er sagt, Jungs, das müsste eigentlich hier Sicherheit geben. Aber jetzt erstmal die Ecke. Von uns aus gesehen ist die rechte Seite. Die kommt auf den zweiten Pfosten. Bethke ist da und faustet erstmal weg, beziehungsweise wird er nehmen. Und da wird er getroffen, der Bethke, der liegt. Der Schiedsrichter pfeift doch ab, weil dort zwei Cottbusser liegen. Das müsste Bethke sein und der andere Brettschneider? Brettschneider. Ich weiß nicht, die haben sich dann wahrscheinlich gegenseitig ausgenockt. Und das sind ja so eine Dinge, das haben wir schon am ersten Spieltag gesehen. Oh. Und Brettschneider sieht richtig schlimm aus, weil dort der Kapitän Jonas Hildebrand ist und der ruft auch seine Mannschaftsleute, Mannschaftsärzte. Der Herr Dr. Tamke, den haben wir heute schon begrüßt, der ist aus dem Bus ausgegangen. Also Herr Dr. Tamke ist heute der Mannschaftsarzt bei Energie Cottbus und der verbindet dort Brettschneider. Bethke kam ja raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ihm so einen richtig schönen linken Haken. Mal Bethke wollte das Ding, glaube ich, wegfausten und Brettschneider war dann, glaube ich, zwischen Ball und Rübe. Ihr könnt es ja gerne mal in dem Chat schreiben. Ja, ich denke mal, es wird bestimmt eine Wiederholung beim MDR geben. Ich gehe fest davon aus. Also, es kurze Behandlungspause. Ja, Frank, dein Fazit nach 42 Minuten? Fazit, schlecht angefangen, gut nachgelassen. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben gut nachgespielt. Natürlich gab es wieder mal einen Rückstand, wie sollte es anderes sein. Aber was mir dann gefallen hat, Stefan, wir haben dann einfach weitergespielt. Wir haben dann weiter nach vorne gespielt. Wir haben nicht, ich sagte es bereits, den Kopf in den Sand gesteckt, sind dann auch belohnt worden, ja, mit dem Doppelpack von Kraus. Und das 3:1, das war natürlich ein dicker Klops von David Wunsch, dem 20-jährigen Chemnitzer Jungen. Das wird er auch selber wissen. Tut mir auch leid für den Jungen. Ehrlich gesagt, da bist du 20 Jahre, da kriegst du hier das Vertrauen. Und, aber davon lernt man nur, davon mal abgesehen. Und ich will ja nicht falsch sagen, das soll doch kein Abgesang sein, aber Chemnitz ist ja auch gut drin und hat ja sein Saisonziel, sind sie ja, werden sie ja schaffen. Deswegen tun die hoffentlich heute die Niederlage nicht weh, Stefan. Nein, denke ich nicht. Dafür sind sie ja gegen die anderen Mannschaften gerade sehr stabil gewesen. Ne? Wenn du 10 Punkte aus 4 Spielen holst, musst du ja irgendwas richtig gemacht haben. Sowohl in der Winterpause, die waren ja im Trainingslager in der Türkei. Okay. Wie auch immer das geht, kurz nach der Insolvenz, aber gut. Jetzt zickert nach vorne, aber zu weit ins Tor aus. Ja, also die haben sich in der Winterpause nochmal ein bisschen verstärkt, haben da vielleicht nochmal so den einen oder anderen auch gehen lassen. Und Chemnitz, ja? Ja, da gab es so 2-3 Abgänge. Okay, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. So namhaft, aber also empfand ich so. Aber hat vielleicht ausgereicht, nochmal für eine andere Stimmung zu sorgen. Und somit sind sie doch ziemlich gesichert nächstes Jahr auch in der vierten Liga wieder dabei. Und Bethke mit dem ganz langen Ball, Thiele kommt da nicht ran. Hofmann schippt das Ding Richtung Kraus, auch der kommt nicht ran. Und Ampadu jetzt mit dem ruhigen Aufbau hat da eine gute Ballkontrolle. Sieht da jetzt auch Lischek in der Zentralen, spielt ihn gut an. Der gegen Putze. Jetzt gefällt mir Putze holt gut. Jetzt den Ball. Auch der hat eine Sicherheit dazu bekommen. Und Prodischev, der schirmt da den Ball ab. Also wirklich stark, was der hier seit seiner Rückkehr wieder abliefert. Der hat Bock auf Fußball und vielleicht motiviert ihn dieser leistungsbezogene Vertrag, den er erhalten hat. Ja, die 30 Euro mehr, die ich Manu schon geben wollte. Bitte. Jetzt der Hofmann in der Zentrale. Oh, Handspiel. Das ist ein Handspiel. Aber wo war das jetzt? Also der Schiedsrichter hat es gezeigt. Aber der pfeift nicht. Nee. Das war ja nur mehr als Hand. Der nimmt ihn doch klar mit der Hand, nimmt doch der Hofmann den Ball weg. Im Gegenzug jetzt ist Stanley Keller gegen Putze. Aber Putze ist da schneller und holt sich den Ball. Also bin ich doch verwundert gerade, das hat mich gerade ein bisschen aus. Zumal er hat ja noch gezeigt, jawohl, das war Hand, aber ja, oder war es angeschossen, dass er sagt, okay. Ich hätte da gepfiffen, weil er hat immer die Fläche immer verbreitert auf ja, jeden Fall. Ja, also ganz ich hätte klar auch gepfiffen. Aber diesmal Putze hat sich ins Spiel reingebissen, hat ja uns ja am Anfang gar nicht gefallen, da war er ja ein bisschen der Fehlpasskönig. Ja. Aber jetzt hat er 2-3 Mal richtig hinten abgeräumt und Klaus-Dieter Wollitz will aber noch ein bisschen mehr Bewegung in seiner Mannschaft haben. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit, 2 Minuten bevor hier zum Pausentee geht. Heilbauer verliert das Bällchen, aber die Putze hat aufgepasst. Du hast jetzt Hildebrand da, der schiebt jetzt quer aufs Lamar. Aber Putze wirkt angeschlagen.
Putze wirkt angeschlagen, aber wir haben ja in dem defensiven Mittelfeld gar nicht mehr so viel. Da sehe ich einen Janis Jucke, ich weiß nicht, was Hadoudi in der U19 spielt. Jetzt könnt ihr erstmal Kraus auf Hofmann. Aber Hofmann kann den Ball nicht kontrollieren, war gut gemacht. Aber da ist jetzt Ampadu geht mit, der geht noch mit. Da müsst ihr jetzt spielen, spielt auch auf Lisek. Lisek müsste rausspielen auf die 18, auf Stanley Keller, dem Torschützen zum 1:0. Der geht jetzt wieder auf Lisek. Das ist Schülerart von Cottbus, weil da rennen sie alle auf den Ballführenden und lassen die Himmelblauen schalten und weiten. Jetzt ist Kraus da. Und Kraus hat mal die Klebe raus und aber hat ganz, ganz klar den Ball gespielt. Und während die Chemnitzer noch monieren, spielt Cottbus weiter. Jetzt kommt der Ball in die Mitte. Da ist Kraus. Kraus wird gefoult. Nein, Kraus fällt selber hin. Und jetzt kann der Schiedsrichter langsam abpfeifen. Und der Chemnitzer liegt dort immer noch. Theoretisch müsste man es ausspielen. Machen sie auch. Also Stefan, es wird ja erst abgepfiffen, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Da kann man als Chemnitz nicht einfach das Fußballspiel einstellen und hoffen, dass der Schiedsrichter das dann macht. Also das hätte jetzt auch gut schon das 4:1 sein können. Nicht müssen, sondern können. Ja, das ist ja so die Regel. Finde ich eigentlich auch ganz gut, um einfach ein gewisses Zeitspiel auch zu unterbinden. Jetzt nochmal Einwurf Energie, die werden den Ball fairplaymäßig zurückgeben zum Schiedsrichter. Geht nochmal weiter. 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, und wir haben jetzt schon 1,5 von der Nachspielzeit runter. Stefan, die letzte halbe Minute, bitteschön. Also nochmal Chemnitz im Ballbesitz. Die schieben sich den Ball da ruhig hin und her. Der Chemnitzer, der gelegen hat, steht auch wieder. Ich glaube, da gibt es auch mal so ein bisschen Nachspielzeit, ein paar Sekunden, aber Chemnitz wird nicht mehr viel nach vorne bringen. Die verwalten jetzt den Ball, Zickert jetzt nochmal Höhe der Mittellinie, nimmt Lischek mit zurück zu Zickert dann wieder hinten rum und dann kommt auch der 5-3-1 Halbzeitführung für Energie nach einem doch recht selbst, also Spiel mit viel Selbstverständnis von Energie mit 3 wirklich schönen Toren, muss man sagen, von 2 von Maxi Kraus. Und 1 von Thiele. So kann es gerne weitergehen. So kann es gerne weitersehen, außer das Tor von Chemnitz. So soll es in der zweiten Halbzeit nicht weitergehen. Jungs und Mädels, 45 Minuten sind gespielt. Ich stoppe die Uhr. Und der DJ Anoke, die alte Granate, sei ganz lieb gegrüßt. Er hat geschrieben, lesen die beiden denn den Chat heute nicht. Also DJ, ein Chamäleon war nicht in meiner Armreihe. Ich kann nicht mit einem Auge auf den Chat gucken, auf den anderen auf dem Rasen. Das geht nicht. Aber wenn du mir was schreiben möchtest, schreib es jetzt. Ihr könnt natürlich auch die Grüße raushauen. Dafür haben wir ja die Halbzeitzeit. Aber wie gesagt, haut die Grüße raus. Biggie schreibt auch eindeutig Handspiel. Es wurde jetzt beim NDR gerade gezeigt. Also, ja, gut. Dann hätte es hier 4-1 gestanden, dann wäre der Drop vielleicht doch schon gelutscht. Ja. So steht es nur 3:1. Aber es ist, glaube ich, auch gut, weil dann könnte ich mir vorstellen, dann kommt Cottbus nicht ganz so eindeutig in den Schlafmodus, weil so ein 4-1, das ist so ein bisschen, naja, das machen wir schon, dann wirst du einschläfern und dann wirst du mal sehen, dann verfehlt vielleicht das 4-2, das 4-3, dann wirst du hibbelig. Deswegen ist so ein 3:1, wo du 2 Tore vorliegst, beruhigend, aber nicht sehr beruhigend, Stefan. Du musst die Konzentration aufrechterhalten. Wenn du 4-1 führst und dann vielleicht einen Anschluss kassierst, dann wird es kribbelig. Ich bin froh, dass es ein 3-1 ist, weil dann haben wir in der zweiten Halbzeit auch nochmal ein schönes Spiel und ich glaube, damit können wir uns jetzt in die Halbzeit verabschieden. Naja, machst du weiter. Es gibt ja bei mir keine Halbzeit. Also ich habe ja gesagt, ich sollte die Grüße raushauen. Der Blockschmidt schreibt, oder die Blockschmidt, ich grüße Max Schnellmann aus Finsterwalde. Also auch in Finsterwalde hört man Energie FM. Und Manu, der Kollege schreibt, Kraus oder Krausare, Hauptsache Energie. Und Manu, sei du ganz lieb gegrüßt. Manu, wir hatten uns wohl unterhalten wegen der alten neuen Technik. Wir sind heute mit der neuen Technik am Start. Und da schreibt auch DJ Anoke, Franky, du bist zu leise mit deinem Mikro. Also ich kann mit dem Mikro noch ein bisschen mehr an meinen Mund gehen. Vielleicht habe ich auch das Mikro zu weit am Mund. Das kann natürlich auch sein. Jetzt habe ich es ein bisschen näher genommen. DJ, schreibe mal, ob ich jetzt ein bisschen lauter zu hören bin. Ich glaube, ich bin ein bisschen lauter. Bei mir auch lauter. Ja, naja, ich wobei also ich kann von ja daher. Ja, müsste es eigentlich passen jetzt. Also DJ, schreib mal so schön. Silke sagt, Silke, mein Goldstück, wir haben ja auch miteinander geschrieben, gechattet. Ich habe mit dem Nico gesprochen, dass du bald Zugriffsrechte kriegst, dann kannst du ein bisschen die Moderatorin machen. Also liebe Silke, sei du ganz lieb gegrüßt. Die Katriona 77 schreibt, grüße mein Töchterchen, den Stammtisch und natürlich den Stefan und den Franky. Also liebe Kat, sei du ganz lieb zurückgegrüßt. DJ schreibt noch, das Mikro scheint nur auf einem Kanal zu gehen, also rechts oder links. Hatten wir heute schon beide, aber andere schreiben wieder, die Töne sind top. Das ist ein bisschen schwierig. DJ, hörst du denn auch mit Kopfhörer oder hörst du, sage ich jetzt mal, mit ganz normal mit einem Endgerät? Der Jan R. schreibt, Grüße aus Kiel und liest doch mal, was der Charlie Harper schreibt. Charlie Harper schreibt, ich grüße aus der Karnevalshochburg Köln. Allah, schöne Faschingstage euch allen. Ja.
Bist du denn so ein Faschingsfreund? Nee, gar nicht. Auch nicht. Ich bin gar auch ein Faschingsmuffel. Also morgen am Sonntag ist auch in Cottbus wieder der Zug der fröhlichen Leute und ich bin froh, dass ich in den Sachsenland gezogen bin, weil die sind sonst immer bei mir vor der Haustür getippelt. Ah, okay. Und ich konnte gar nicht, ich konnte den Fernseher nicht einschalten und ich konnte auch nicht aus dem Balkon, weil die Mucke so nasol immer laut war. Also, lieber Charlie, sei du ganz lieb gegrüßt. Bei euch ist ja bestimmt, ja, die, also in den 3 Tagen, ich hatte mal Kollegen aus, na, aus Köln und Umgebung. Die nehmen Urlaub, ne? Die nehmen Urlaub. Ja. Die, du, die kommen freiwillig Weihnachten arbeiten, die kommen freiwillig Ostern arbeiten, aber wenn Karneval ist, da sind die zu Hause. Da kann kommen, was will. Der Tomatensalat schreibt, Grüße vom Klo aus NRW, den ganzen Stammtisch und alle, die im Herzen Cottbusser sind. Also, lieber Tomatensalat, sei du ganz lieb gegrüßt. Ich habe das auch mitbekommen, du hast auch letzte Woche, immer wenn der Tomatensalat auf dem Klo war, hat Cottbus letzte Woche ein Tor geschossen gegen Victoria. Also die Silke schreibt, glaube ich, auch einschließen. Der ZP schreibt, Grüße ans NRGFM-Team, vielen Dank für die Übertragung, ihr macht das super. Lieber ZP, sei du ganz lieb gegrüßt. Und siehste, der Charlie, ich habe auch Urlaub bis Mittwoch. Also wie gesagt, in Köln. Ich weiß sogar, ich habe da mal gearbeitet und wir brauchten irgendwas, ein Stück Kabel. Denkst du, da hat der Baumarkt auf oder was? Da? Die haben zu. Da ist nicht. Das ist ganz normaler Wachentag, aber es war Aschermittwoch oder Rosenmontag oder Dienstag. Da machen die zu. Da kriegst du nichts. Ja, ist ja trotzdem irgendwie schön, finde ich. Also wenn man da so eine Kultur hat und die auch so leben kann, ist es ja wunderschön. Wenn ich dort leben würde, würde mich wahrscheinlich auch drüber freuen. So tangiert mir das jetzt nicht so. Wir hatten mal, wer hat denn da unten, wir hatten irgendeinen Spieler mal im Chat gehabt, im Stream. Ich weiß gar nicht, ob du den hattest. Auf jeden Fall, der hat auch davor in im Ruhrpott da gespielt, ein oder zwei Jahre. Und dann hat der gesagt, er war eigentlich auch, er war ein Karnevalsmuffel, aber wenn du da unten wohnst, du kommst gar nicht drum rum. Du wirst einfach infiziert. Und dann ist es so. Und der Haufen 184 schreibt, Grüße an Hamburg, an Energie FM und nach SI. Ja, SI ist wahrscheinlich die Abkürzung von Siegen. SI? Weiß ich gar nicht. Also, lieber Haufen 184, sei du ganz lieb gegrüßt. Und die Susi Sonnig schreibt noch, nun grüße ich auch vom Sofa in Sulzburg, direkt am Schwarzwald. Also auf dem Sofa MDR einschalten, Stefan, Energie FM hören. Was Schöneres kannst du eigentlich für einen Energieföhnige gar nicht geben. Definitiv nicht, wenn du dann vielleicht noch schon einen Blick in den Schwarzwald hast. Ja. Aus dem Fenster raus. Also. Genau. Und der Sven Weißlug schreibt, ich grüße das ganze Energie FM-Team. Wir fiebern hier wieder in Familie mit unserem FCE und wir hoffen auf 3 Punkte. Ja, lieber Sven, sei du auch ganz lieb gegrüßt. Ich glaube, Stefan, du hast ihn, glaube ich, mal kennengelernt, nicht? Ich habe ihn in Rostock kennengelernt. Ja. Na, da war er da gewesen. Ganz sympathischer Kerl, ne? Total nett. Von mir auch liebe Grüße. Und mit dem Sieg sieht es ja ganz gut aus, ein 3-1 Halbzeitstand. Ja. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, bevor ich dich frage, wie du eigentlich die erste Halbzeit fandest, durch die Niederlage von Greifswald haben wir eigentlich die verlorenen Punkte bei Luckenwalde und auch vielleicht das dumme, verdiente Niederlage in Erfurt haben mich dann noch mehr gewurmt. Weil ich dachte, wenn du in Luckenwalde die Ecke gut verteidigst und vielleicht in Erfurt einen Punkt mitnimmst, dann wärst du noch näher dran und hast es in der Hand. Dann hätte Greifswald auf jeden Fall mehr Druck, die irgendwie gefühlt mit einem riesen Abstand in die Winterpause gehen und dann quasi innerhalb von 2 Spielen das so ein bisschen aufgegeben hätten. So ist es noch ein bisschen entspannter geblieben für Greifswald. Aber was man nicht vergessen darf, der BFC, der wird bei uns mal gar nicht so erwähnt. Die haben auch noch Nachholer, wenn die nicht? Beides gewinnen, was sie nachholen, dann sind die vor Greifswald. Ja, ja, also wie gesagt, BFC, aber es gab ja einige, wo der BFC bei uns in einem Heimspiel gewonnen hat, da haben ja gesagt, in der Rückrunde machen wir die Retourkutsche, da gewinnen wir beim BFC und machen damit den Aufstieg perfekt, möge es so bleiben. Und die Susi Sonnig, die im Schwarzwald wohnt, die sagt, sie hat wirklich einen schönen Blick, 100 Meter bis zum Wald, also perfekt. DJ Anoke schreibt, ich grüße die liebe Sonne, denn sie scheint so schön. Ja, die hat hier in Chemnitz auch schön geschieden, aber mittlerweile hat sie es ein bisschen zugezogen. Und Jan R. schreibt, zweite Halbzeit schauen oder weiter für theoretische Quantenmechanik lernen. Oh, also das ist für mich auch eine schwierige Entscheidung. Theoretische Quantenmechanik ist bestimmt sehr, sehr interessant, aber dann doch lieber zweite Halbzeit schauen beim MDR und Energie FM hören. Die Buschfunkmelone, die alte Granate, die schreibt auch, schade, dass Greifswald gewonnen hat. Ja gut, aber Greifswald kann ja nur auch nicht jedes Spiel verlieren, Stefan. Nein, die haben jetzt ein Spiel verloren. Was ja bei Greifswald immer, also was ich im letzten Spiel schon gesagt habe gegen Rostock, die haben zwar einen Vorsprung, aber die spielen sehr oft unentschieden, verhältnismäßig. Ja, ne? Ja, richtig.
Das, die hatten 8 Unentschieden und 11 Siege. Klar hast du nicht verloren, aber du hast halt auch nicht den Vorsprung rausgespielt. Richtig, richtig. So, und jetzt kommen wir mal. Wie fandst du denn die erste Halbzeit? Du hast ja mich schon gefragt. Ja, also trotz Gegentor sehr stabil. Klar gibt es immer mal so einen kleinen Fehler. Der gehört aber einfach mit dazu zur Energie. Aber diese Überzeugung, die war immer da gewesen. Und du hast eigentlich von der ersten Minute an das Gefühl gehabt, ja, hier geht heute was. Und das haben sie ja dann auch bestätigt mit den schnellen Ausgleich durch Maxi Kraus. War ja auch schon ein sehr schönes Tor, fand ich. Gut rausgespielt. Als Mannschaftsleistung, das 2-1 von Kraus. Ja, traumhaft. Kannst du was, Traumtor muss auf jeden Fall bei Ostsport Tor der Woche werden. Gibt es sowas da, ja? Ja, die machen immer jede Woche. Ich glaube, Heike hat schon 4 oder 5 Mal so, Tor ja? der Woche cool. geschossen. Und gerne auch in der Sportshow. Wäre das für mich ein Kandidat? Ich glaube, also ich könnte mir gut vorstellen, Tor des Monats, wenn der Sportschau, könnte auch die direkte Ecke von dem Luckenwalder werden. Könnte auch passieren. Ja, ich hoffe nicht, aber könnte Nein. passieren. Also ich könnte es mir vorstellen, wenn Ostsport so nett ist und die Bilder rechte rüber gibt. Die Silke, die liebe Energie-FM-Kollege, die schreibt, doch, Franki, Greifswald kann gern jedes Spiel verlieren und der BFC auch. Ja, natürlich können sie das gern, aber sie werden es nicht machen. Und ich glaube, wir müssen wirklich auf uns gucken, dass wir von Spiel zu Spiel denken und uns immer ranrobben und nicht immer auf die anderen schauen. Klaus-Dieter Wolz hat zwar mal gesagt, er ist zwar lieber der Gejagte als der Jäger, aber wir waren ja fast immer der Jäger, außer in der Aufstiegssaison 17, 18, da waren wir ja der Gejagte, da haben wir es ja auch nichts anbrennen lassen. Eins gegen Meusewitz, ja, gegen Meusewitz habe ich mit Marian, wenn du hier zuhörst, ganz, ganz liebe Grüße. Liebe Grüße natürlich auch an die anderen Energie-FM-Kollegen, an Manuel natürlich, an den Stadionsprecher Nico, natürlich auch an Ulf, an Marian, an Samuel, an Robby natürlich, an die Lieblings-Silke von mir natürlich genauso wie an Ricardo und alle, die ich jetzt auch noch... Paul, um Gottes Willen, da werde ich gleich enterbt. Ja. Da komme ich in der Reportage dann nicht mehr vor, Stefan. Da muss immer rausgeschnitten. Da werde ich immer rausgeschnitten. Wenn genau. so kurz Ruhe ist, da wärst du gewesen. Genau, das wären deine Minuten. Das wäre dein Weg zum Ruhm gewesen, Frank. Und eine Aktion hat schon alles versaut. Stefan, die Vivian aus dem Spreewald schreibt noch, ich grüße alle meine Freunde vom Stammtisch. Also, liebe Vivian aus dem Spreewald, sei du ganz gegrüßt. Und die Silke schreibt, Grüße an Marian und all die anderen Energie-FMis. Ja, genau. Und der alte Schwede schreibt, liebe Grüße aus dem verschneiten Schweden. Naja, lieber da als hier, oder? Richtig, absolut. Also Schnee brauche ich dieses Jahr nicht mehr. Hat mal erstaunlich viel, fand ich auch. Also bei uns nördlich von Berlin war schon nicht wenig Schnee. Von mir, es kann jetzt Frühling sein. Wenn du jetzt, ich will mal ein bisschen spoilern, Stefan, wenn du jetzt... Fangen wir mal mit Christian Tiffert an. Wenn du jetzt Christian Tiffert wärst, was sagst du deinen Jungs in der Halbzeit? Weitermachen. Also die spielen ja eine gute Klinge. Da kannst du ja nichts gegen sagen. Es ist ja nicht, dass die ja hoffnungslos unterlegen sind. Die spielen gut mit. Du darfst nicht vergessen, die haben da, weiß nicht, 6, 7 Stammspieler, die nicht dabei sind. Dafür machen die das gut. Die Jungs wollen sie präsentieren. Also da scheint die Mannschaft intakt zu sein, das Mannschaftsgefüge. Und ich würde denen sagen, spielt weiter, habt Spaß. Ja. Und guck die so aufs Ergebnis. Und jetzt fangen wir mal genau, gucken wir auf die andere Seite. Was würdest du als Klaus-Dieter Wolz sagen? Das gleiche? Nein. Nee, da würde ich schon sagen, also auf jeden Fall an die Konzentration appellieren, dass die hoch bleibt, dass nicht diese Lethargie kommt. Und ich würde schon sagen, hinten sicher stehen, nicht mehr ganz so steil nach vorne gehen, aber schon die Räume nutzen, die da sind und vielleicht noch das ein oder andere Tor machen. Ich glaube auch, also Chemnitz hat ja auch gerade nach dem 3-1, sind die ja mit offenem Visier nach vorne gerannt und ich glaube auch, dass die das auch in der zweiten Halbzeit machen, weil sie haben ja nichts zu verlieren. Wie gesagt, die Saison, ich will nicht sagen, dass die für Chemnitz durch ist, um Gottes Willen, mit der 3-Punkte-Regel geht das ja ganz schnell, da verlierst du 3, 4 Mal hintereinander und dann bist du weg. Guck mal, ist das da nicht der Herr Heidrich, der Sohn von Finn Heidrich hier vorne? Ja. Ja, nicht? Genau. Also auch der Heidrich, der Sportdirektor von Aue ist er, glaube ich, mittlerweile. Guckt sich dieses Spiel auch an. Also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass Chemnitz hier auch nochmal alles nach vorne schmeißt. Weil im Endeffekt ist es ja egal, ob du dann hier 4-1, 5-1, 6-1 untergehst oder ob du dann nochmal rankommst. Und durch das Rankommst, Cottbus vielleicht nochmal ein bisschen hebelig machst, dass dann Chemnitz nochmal die zweite Luft. Und wenn der Mensa manchmal hier nicht ganz so sehr verspielt wäre, hat ja auch gut das 1-0 eingeleitet. Das darf man ja auch machen auf seiner Seite. Also der ist da richtig kreuzgefährlich. Der Sebastian Brause, den habe ich auch siehst du vergessen, der hat geschrieben, ich grüße
begrüße in Cottbus meinen Onkel Peter mit seiner Frau und den Rest der Verwandtschaft und einen ganz lieben Gruß an Elisabeth Adel, die Tochter von meiner Cousine. Also Sebastian Brause, und wenn er schon die ganze Familie grüßt, dann grüße ich natürlich auch, und zwar meine Schwester Bärbel, mit der ich am Mittwoch zusammen Victoria live geschaut habe, an meinem Bruder, der Energie FM gehört hat. Und ich grüße natürlich auch meine Conny und meine Johanna. Da sie mir heute freigegeben haben, Stefan, darf ich eigentlich bloß hier heute neben dir sitzen. Ja, meine Frau hat mir auch freigegeben. Die Schön. Regierung hat zugestimmt. Ja, ein Hoch auf unsere bessere zweite Hälfte. Auf jeden Fall. Also vielen Dank nochmal dafür. Ich muss ja sagen, ich war ja schon fast ein bisschen schockiert, weil ich war ja letzte Woche erst in Cottbus. Und ich habe ja immer einen Fahrtweg. Ob sie nun in Cottbus spielen, fahre ich ja 1,5 Stunden und so. Ja. Deswegen nochmal vielen Dank. Ist ja für mich auch das erste Mal hier in Chemnitz. Ja, das vergisst man immer nicht, dass ja viele Energie-FMis, wie das die Silke immer sagt, auch gar nicht in Cottbus wohnen. Nicht? Das ist immer kurios. Ja, also wenn du überlegst, Manu wohnt eine Viertelstunde von mir weg. Ja, ne? Also Manu ist weit weg, du bist weit weg, Paul studiert in Potsdam. Marian ist in Baden-Württemberg, Samu ist im Ruhrgebiet, der hat wahrscheinlich schon die Narrenkappe auf dem Kopf. Wahrscheinlich. Ja, und dann ist Nico in Cottbus, Ulf ist in Cottbus, Robin ist auch bei Potsdam die Ecke. Ricardo ist noch in Cottbus, ja. Dann hört es auch auf. Dann hört es schon auf. Genau so ist es. Und die beiden Mannschaften sind auch schon auf dem Rasen. Und die Zeithexe schreibt ein Dankeschön an euch von Energie FM. Also liebe Zeithexe, sei du ganz lieb gegrüßt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und Stefan, ich würde dich wieder bitten, dass du den Anstoß machst. Aha. Und dann kann ich hier nämlich wieder die 45 Minuten Uhr einblenden gleich. Genau, ich gebe dir ein Zeichen, wenn es losgeht. Ja. Cottbus hat den Anstoß jetzt für die Guck zweite mal, Halbzeit. Guck mal, Thiele, das ist Radio Thiele, der labert jetzt schon den Schiedsrichter zu. Und das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Bitte, eigentlich, also großer Kommunikator. Ja. Ne? Definitiv. Genau, Ball liegt im Mittelkreis. Thiele immer noch, ja, mit dem Schiedsrichter im Gespräch, aber auch ein bisschen lustig. Wir grinsen, nicht? Wir haben jetzt gelacht. Jetzt Bethke vor dem Cottbuser Block. Cottbus spielt jetzt in Richtung Chemnitzer Fanblock. Und wir haben die Tore nicht mehr ganz so gut sehen wie in der ersten Halbzeit. Aber egal, Ball immer noch nicht freigegeben. Ihr hört, die Musik im Hintergrund läuft noch. Schiedsrichter guckt auf die Uhr. Ball immer noch nicht freigegeben. Es geht. Der hat weg. Noch nicht den Daumen nach oben gegeben. Ach so, ja. Läuft wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder, weiß nicht, ob Blindemann, der Experte heute ist, da beim MDR. Hat sie verquatscht zu lange. Ja, oh. Jetzt aber. So, Ball freigegeben. Jetzt gibt es einen ganz langen Schuss. Das ist nicht scheiße. Ich muss wieder. Mensch. So, jetzt ist scheiße. Der Ball freigegeben. Cottbus im Ballbesitz. Da mal auf der rechten Seite zu Pedivan, der zurück zu Bethke. Und Chemnitz läuft jetzt früh an. Also Mensa, der hat noch Power, der kommt gleich angesprintet. Bethke unkontrolliert nach vorne zu Zickert, der jetzt Ampadu in der Mitte bedient. Und der gleich weiter zu Jan Koch auf die linke Seite, weiter zu der Nummer 4, zu Walter, zurück zu Koch. Also Chemnitz jetzt erstmal ein bisschen um Ballkontrolle bemüht. Schieben sich den Ball in der Endverteidigung hin und her. Die jetzt ein bisschen weit auseinandergezogen ist, die Dreierkette zurück. Ja, also es ist das gleiche Spiel wie in der ersten Halbzeit. Erstmal Ball sichern, gut in die Halbzeit kommen. Koch könnte nach vorne spielen, aber wo spielt dann Frank? Nach hinten. Ach, und ich habe erstmal, hab jetzt auch die Zeit gefunden, durch das nach hinten spielen, erstmal meine Glücksutensilien wieder in die Hand zu nehmen. Und die letzten Grüße nochmal Sebastian Brause. Ich grüße meine Cousine in Marburg und einen ganz lieben Gruß an Elisabeth Adele, die Tochter von Maria Hauswald. So, das soll es gewesen sein von Grüße. Schöner Seitenwechsel auf Heilbauer, auf die linke Seite. Der Ball wird lang und länger, aber Heilbauer kann an der Seitenlinie das Bällchen noch fangen. Standfußball, aber keine Anspielstation, passt in die Mitte zu Putze. Der wird doch nicht aus 40 Meter ziehen. Nee, versucht durchzustecken. Und Putze macht genau das, wo er in der ersten Halbzeit angefangen hat, indem er nämlich einen Fehlpass produziert. Aber es ist doch mal gut gegangen, weil dort Chemnitz Gott sei Dank auch den Ball ein bisschen vertändelt. Ja, solange da keine Gefahr entsteht, ist es ja alles ganz gut. Und Einwurf jetzt Chemnitz, Berger auf der rechten Seite, Höhe des eigenen Strafraums, wirft den Ball ein in Richtung Mittellinie. Der Chemnitzer kann dort, Stanley Keller müsste das sein, den Ball behaupten, und es gibt wieder Einwurf für Chemnitz. Jetzt war so ein Wechselgesang zwischen dem Gästeblock und dem Heimblock. Ich glaube, es richtet sich gegen den DFB. Ja, ich glaube, wenn ich das richtig höre, ich glaube, man sagt Punkt, Punkt, Punkt DFB, und es ist ein schöner Wechselgesang. Da sieht man ja, dass Cottbus und Chemnitz ja doch so eine kleine Fanfreundschaft haben und dass einer dem anderen da ja gerne in die Karten spielt, wenn man einen gemeinsamen
ja, Gegner hat. Und jetzt wieder Wunsch. Wunsch spielt erstmal quer auf den Innenverteidiger-Kollegen. Der wird sofort angelaufen von Kraus. Langer weiter Ball nach vorne. Pelivan ist da. Pelivan jetzt keinen Lapsus machen. Nein, macht er nicht. Schön auf Samar. Samar nimmt das Bällchen runter. Was Samar verliert das Bällchen, sodass jetzt, wer ist es denn, Mensa, der das Ball hat. Aber doch, sie machen sie es erstmal hintenrum, Stefan. Genau. Er ist wieder der, ja, schon fast berühmte Spielaufbau über die Innenverteidigung zu Ampadu auf Höhe der Mittellinie. Aber der findet immer nicht so richtig die Anspielstation und verteilt jetzt auf die rechte Seite zu Lischek, der weiter in die Zentrale, jetzt mal ein schöner Doppelpass, aber dann zu ungenau. Hofmann mit dem Konter auf Kraus. Er braucht ein bisschen, um den Ball unter Kontrolle zu kriegen. Zieht jetzt in die Zentrale, Doppelpass mit Thiele. Thiele kann aber nicht genau spielen, aber Cottbus weiter im Ballbesitz. Jetzt Lamar zu Pronischew. Der hat so ein bisschen die Ruhe weg und nimmt jetzt wieder Slam auf der rechten Seite mit. Zurück zu Pelivan und jetzt geht es wieder in Richtung Polischew und zurück zu Bethke. Aber das ist gut, Stefan. Wenn wir vorne keine Anspielstation haben, dann machen wir es erstmal hintenrum, weil wir führen ja mit 2 Toren Vorsprung. Das heißt, Chemnitz muss ja aufkommen. Deswegen ist es gut, dass wir nicht blind nach vorne rennen und nicht blind das 4:1 unbedingt erzwingen wollen. Genau. Jetzt muss die Erfahrung bei Energie, die haben ja viele erfahrene Spieler mit drin. Du hast ja im Vorfeld gesagt zu mir, zweitälteste Mannschaft in der Regionalliga. Und schon sage ich, da kommt der Lapsus von Pelivan, aber es sah wieder nach einem Rasenfehler aus. Nichtsdestotrotz jetzt Einwurf für den CFC in der Cottbuser Hälfte zurück zu Jan Koch, der von Hofmann so ein bisschen gestellt wird, aber nicht angegangen wird. Zurück zu Müller in der Abwehr, der aber nicht so richtig weiß, wohin. Und eigentlich bleibt ihm nur der Querpass zu Zickert. Und Zickert guckt jetzt auf der rechten Seite, wen kann er mitnehmen. Er nimmt Lischek mit, dann geht es wieder hinten rum. Also Cottbus macht die Räume jetzt eng, macht das Spiel kompakt. Schweres Durchkommen für den CFC. Jetzt mal ein Diagonalball auf Lischek von Koch. Lischek nimmt jetzt ein bisschen Tempo auf Putze, geht hin, kommt aber nicht ran. Ganz rechts jetzt Berger gegen Halbauer. Zurück zu Lischek in die Zentrale. Der sieht, wenn sieht er Zickert ein Stück weiter nach hinten wieder. Jetzt wieder Pass nach Lischek. Lischek mal am Durchstarten jetzt, aber dann ist Brettschneider da und macht es souverän mit dem Langball auf Thiele. Der lässt klatschen, aber Ampadu passt dann nicht richtig auf. Und dann wird Thiele gleich wieder geschickt vom Pronischew. Thiele ist durch in Richtung Strafraum. Ball verspringt ein bisschen, aber Thiele immer noch im Ballbesitz. Übersteiger, abgelegt auf Kraus. Schuss und gute Parade da von David Wunsch im Tor. Wäre fast das dritte Tor von Kraus gewesen. Sah ganz gut aus. Ball geht aber nicht ins Aus. Aber schneller Konter von Energie, gut gespielt da von Thiele und Kraus. Sehr schön gemacht von Thiele. Ich dachte erst, er macht es alleine. Aber Pustekuchen, der hat dann das Auge für Kraus. Und Kraus macht eigentlich alles richtig. Aber der David Wunsch, Stefan, der hat auch alles richtig gemacht. Und so ein 100% da rausgekratzt wird ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstvertrauen geben. Natürlich hat er das 3:1 verbockt. Und trotzdem steht es immer noch nach 50 Minuten gespielt. 3:1 für Energie Cottbus. Chemnitz kommt. Von uns aus gesehen, das ist die linke Seite. Keine Anspielstation. Jetzt hoch und weit, aber Halbauer hat aufgepasst. Der köpft auf Pelivan, aber der Ball kommt nicht an. So ist wieder ein himmelblaue Ampadu, es ist der lange Lulatsch, den das kann man gut erkennen, der auf Lisek auf die 6, der spielt dann in die Mitte, in die Schnittstelle und Gott sei Dank in unsere Schnittstelle und Gott sei Dank auch in die Chemnitzer Schnittstelle und damit war der Ball jetzt bei Bethke, Stefan. Genau, wenn dort ein Chemnitzer gewesen wäre, Traumpass, somit Fehlpass, jetzt Hildebrand mit dem langen Ball auf Thiele, aber Thiele kommt dann nicht richtig ran, Putze geht so ein bisschen hinterher, um das Tempo hochzuhalten. Pronischew jetzt mit dem Pressing und jetzt ist er bei David Wunsch. Da ist sich aber die Diva auch nicht zu schade, wa? Nö. Also schön. Er ganz gut. Also der scheint gut anzukommen in Cottbus hier. Also hat vielleicht auch diese englische Woche gebraucht, um gut reinzukommen? Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es für ihn ja mit der letzte Strohhalm war, weil wenn der ja hier in Cottbus auch nichts reißt, dann ist er ja verbrannt. Er war ja nach uns, ich glaube in Österreich war er, da hat er auch gut angefangen, nachgelassen, dann wollte er Neustadt in Erfurt machen, das hat auch nicht geklappt und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, das heißt die U23-Regel greift nicht und er muss gut performen und das macht er aber auch und Pronischew Stand jetzt ein Gewinn für Cottbus, genauso wie Kraus und ich glaube auch wie fast alle Neuzugänge, die wir im Winter geholt haben. Genau, die wir bis jetzt gesehen haben, die wirken alle wirklich als Gewinn. Es war ja auch ein Ziel von Energie, Spieler zu holen, die gleich, also einschlagen wäre schön, aber zumindest eine gewisse Verbesserung mitbringen. Pronischew auf jeden Fall auch Brettschneider sehr, sehr gut angekommen. Ist ja mittlerweile auch dann gesetzt auf der linken Seite. Jetzt mal der Diagonalball bei Chemnitz, der geht raus. Einwurf Cottbus. Möker macht auch einen guten Eindruck in den paar Minuten, wo er gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, wenn der mal spielt, nicht? Na, hat sich ja dann auch so ein bisschen verletzt wieder. Von daher, deshalb Pronischew mit dem Ballverlust in der eigenen Hälfte. Ampadu in der Zentralen, lässt da Putzer aussteigen. Immer noch Ampadu, Ampadu, Übersteiger. Und dann ist Pelivan da
und schickt Heilbauer, macht aber gerade nicht mit. Ich weiß nicht, wo er da war gedanklich. Zickert kann sich da den Ball holen. Jetzt Berger auf der rechten Seite, ein bisschen zu ungenau, holt den Einwurf raus. Das war so eine Schlampigkeit für Heilbauer. Nicht schnell genug umgeschaltet. Und ich meine auch, wir machen damit das Spiel wieder scharf, weil wir das eigentlich unter Kontrolle haben. Aber mit so Kleinigkeiten. Auch einmal war ja, glaube ich, Pelivan, einmal war Heilbauer. Jetzt ist gut gesehen vom Schiedsrichter, dass da gehakelt wurde von Jumann Thomas. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht Chemnitz einladen mit pomadigen Auftreten, mit Hackespitze 1, 2, 3, sondern wir müssen das wirklich konzentriert runterspielen, Stefan. Ja. Ja, wenn du Chemnitz einlädst, lass das jetzt hier 2-3 stehen nach der 60. Minute. Da brennt dann der Baum. Da macht Chemnitz ja auch weiter Druck. Ne? Und dann hast du die jungen Spieler, die Bock haben auf Fußball zu spielen bei Chemnitz. Na, dann möchte ich mal sehen, wie Cottbus das verteidigt. Daher wäre Cottbus gut beraten, weiter sicher zu verteidigen und vielleicht noch das 4-1 zu ziehen. Jetzt mal gute Staffette da. Aber dann wird Putze auf Höhe der Mitte Linie abgefahren und gibt den 5 bis jetzt. Das ist wie Krebsfußball früher in der Schule hier. Ja. Heilbauer jetzt auf links, holt sich den Ball gegen 2, holt den Einwurf nicht. Ach, ist er auch nicht zufrieden mit der Entscheidung? Weiß ich nicht. Ja, hab's nicht gesehen. Also ich hab's auch nicht gesehen, aber was wir jetzt nicht dürfen, wir dürfen uns jetzt nicht den Schneid abkaufen lassen. Das sieht auch Klaus-Dieter Wollitz, der Tiger da in seiner Coachingzone wie so ein Tiger halt im Zoo immer hin und her, weil ihm das nicht gefällt, dass wir die einladen. Klar, führen wir 2 Tore Vorsprung, aber trotzdem ist noch genügend Zeit. Jetzt zum Beispiel wieder Heilbauer, verliert wieder das Bällchen an Berger. Berger passt in die Mitte, da ist Pelivan da und haut den Ball unkontrolliert ins Seiten aus, geht sogar auf die Zuschauertribüne. Jetzt ist der Ball runter und Berger wird gleich Einwurf, Mitte Cottbuser Hälfte, auf 25 die linke Seite, auf Ampadu die nächste Flanke, kommt und dann ist dann Jonas Hildebrand, Gott sei Dank, da auf Putze jetzt auf Brettschneider haut hoch und weit nach vorne, aber da ist keiner, da ist nur Thiele alleine und wieder rollt der nächste Chemnitzer Angriff mit Lisek, aber da machen sie auch erst den Hintern, also Stefan, das ist für mich zu viel Einladung an den CFC. Das ist die Lethargie, die jetzt so ein bisschen kommt, ne? So dieses Verwalten, kommt bei Cottbus immer schnell in Lethargie, lange Flanke jetzt auf Mensa. Den läuft es Lamar erstmal ab, aber weiter Ballbesitz, weiter wieder auf Mensa gegen Kraus zurück in die Zentrale Lischek mit dem Chipball auf Mensa. Aber Pelivan ist da, kann sich den Ball holen, wird dann gehalten, kriegt dann den Freistoß. Gott sei Dank. Weil Mensa am Trikot zieht. Aber schmaler Grat zwischen Verwalten und Lethargie, ich kann es immer wieder nur sagen. Und wie gesagt, man sieht es auch bei Klaus-Dieter Wollitz und man sieht es auch bei TT7, der seine Mannschaft hier versucht wachzurütteln. Der schreit die zusammen und sagt, Jungs, das geht so nicht. Lasst euch nicht hinten einigeln. Lasst uns, wie in der ersten Halbzeit, wo wir 1-0 hinten gelegen haben, lasst uns nach vorne spielen. Lasst uns hier den Deckel drauf machen. Wieder langer Ball zu Thiele. Thiele tropft ab zu Putze. Der letzte Tor war ein Putze. Aber dann kommt er dann doch nicht ran, weil dort ein Chemnitzer aufgepasst hat. Und gerade so, aber das wäre ja mal ein Ding gewesen, wenn Putze hier noch das 4-1 macht. Hat ja auch ein Tor gegen Viktoria geschossen. Jetzt Wunsch wieder mit dem Abschlag genau aufs Lamar auf Hofi, Hofi auf Kraus. Kraus kann das Bällchen kontrollieren, nee, kann er nicht. Und jetzt ist Chemnitz da, jetzt kann schnell werden. Chemnitz, überfallartig, rennen sie auf den Cottbus der 16 Meter, und jetzt passen sie in die Mitte, aber der Pass war Gott sei Dank, Stefan, zu scharf in die Mitte, sonst hätte es richtig gefährlich werden können, weil Keller da schon wieder gestartet ist. Zu scharf, zu spät und auf den Falschen. Gott sei Dank. Dürfen sie öfters machen? Dürfen sie gerne öfter machen. Stacke war da für mich in der besseren Position gewesen, wenn der dort angespielt wird. Nun ist es zum Glück nicht so gekommen. Beth geht jetzt aufs Lamar rechte Seite und da kommt jetzt Jannis Jucke zur Bank. Aber für wen würdest du den denn nehmen, Stefan? Na, wer nimmst du Heilbauer runter? Aber wen ziehst du denn raus? Ja. Oder Putze. Ich weiß nicht, ob Putze ein bisschen. Du hast ja gesagt, der ist schon in der ersten Halbzeit nicht ganz rund gelaufen. Ja, aber guck mal, wenn er jetzt so Putze guckt, sieht eigentlich nicht unfit aus. Seit Hofmann, weil er Brechdurchfall hatte. Also bei uns so ein chronischer Fehlpass, aber setzt nach, verhindert zumindest den Gegenangriff. Weiter Chemnitz im Ballbesitz jetzt auf der linken Seite. Mensa ziemlich weit hinten. Jetzt mit dem Fehlpass genau zu Timmy Thiele. Und der sieht hoffentlich Heilbauer. Heilbauer links ganz frei. Aber Thiele geht erstmal selber. Geht selber, spielt auf Bronischew. Der dreht sich ein, zwei Mal rum und verliert dann den Ball. Wusste aber nicht so richtig wohin. Und jetzt Gegenangriff. Zickert, aber der weiß auch nicht so richtig wohin und nimmt das Tempo erstmal raus. Ja, da wäre vielleicht Heilbauer die bessere Option gewesen für Timmy Thiele, aber leider hat er sich dann für Pronicev entschieden und so rollt wieder der Cottbuser Angriff mit Jan Koch, der ja mal Kapitän bei Cottbus war, wieder bei Mensa. Mensa jetzt im Doppelpresswerk mit Hofi und Hofi gewinnt das Duell und dann wieder auf Putze. Putze aber im Rücken von Heilbauer, aber Heilbauer kann sich konzentrieren, beziehungsweise hat das Bällchen, geht jetzt die Linie lang, geht noch die Linie lang, müsste die Flanke kommen, kommt die Flanke kommt jetzt hoch auf den zweiten Pfosten, aber dann geht der Ball übers Tor und gibt es Ecke oder Abstoß, es sieht mir aus nach
Eckball. Ja, das ist dann, wow. Stefan, die dritte Ecke für den Cottbus. Vierer hat schon der Chemnitzer FC. Wir haben dritte und das ist ja auch das Schöne, was wir ja gesagt haben. Seit der Rückrunde sind ja unsere Standards ja auch gefährlich. Das hat man ja bei Viktoria Berlin gesehen. Auch da sind ja die Tore zum Teil aus Ecken gefallen. Also Ecken scheinen wir mittlerweile zu können, auch wenn Tim Heike heute der eigentliche Eckenspezi nicht da ist. Ich bin mal gespannt, wer jetzt rausgeht. Rufi ist es. Also Stefan, dritte Ecke von Cottbus. Fertig machen, hoffentlich zum Jubeln zum 4:1. Es wäre sehr schön. Aber ich sage ja, wenn du hoch möchtest, musst du halt auch über die Standards kommen, weil das kann dann auch manchmal spielentscheidend sein. Aber jetzt gucken wir erstmal auf diese Ecke. Hofmann legt sich den Ball jetzt dahin, also von links mit rechts mit Zug zum Tor. Trotzdem des Rückstands immer noch gute Stimmung da bei den Chemnitzer Fans im Hintergrund. Ball ist jetzt freigegeben, Ball kommt jetzt in den Strafraum in Richtung Tor. Heilbauer aus dem Hintergrund, abgefälscht. Schätze nochmal Hildebrand. Mit der Direktabnahme, aber das war eher ein Field Goal in Anlehnung an den Super Bowl morgen, weit über das Tor. Und jetzt der Wechsel, Juckel kommt und runter geht Putze. Putze geht runter, hat sich da scheinbar so ein bisschen was getan, läuft nicht ganz rund, aber vielleicht auch einfach zwei Spiele hat er nur gemacht in der englischen Woche. Ja. Und vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme, dass er nochmal geguckt hat, wie kommen wir aus der Halbzeit. Das wirkt jetzt doch eher stabil. Von daher machen wir jetzt den Wechsel. Ja. Hätte vielleicht auch noch eine Viertelstunde länger gehen können, wenn es mehr gebrannt hätte. Wahrscheinlich. Ja. Lieber Blackjack, ich habe jetzt mal mein Mikro ein bisschen weiter vom Mund genommen, weil du gesagt hast, es übersteuert. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter weggenommen. Ich hoffe, es übersteuert jetzt nicht mehr. Juckel ja auch. In der ersten Halbzeit bei Viktoria hat er mir genauso wenig gefallen wie der Rest der Mannschaft. Zweite Halbzeit hatte er sich dann stabilisiert. Wünschen wir ihm auch heute eine gutes Spielchen, weil ich habe ja eigentlich gedacht, wo wir ja Mölker geholt haben, dass wir da im zentralen Mittelfeld ein Überangebot haben, dass Juckel dann bloß noch der Quoten 23-Jährige ist, aber er bekommt seine Spielzeit, Stefan. Ja, absolut. Ich hatte ja zu Beginn der Saison so ein bisschen den Eindruck, dass er eher der Quoten U23-Spieler ist, aber er hat sich da wirklich festgebissen. Jetzt Bronischew im Strafraum, könnte querlegen, legt quer, Thiele! Halben Zentimeter am Tor vorbeigeköpft. Guter Angriff von Energie, schöne Flanke von Bronischew und Thiele. Köpft da einen halben Zentimeter rechts am Tor vorbei. Also dicke Chance für Energie. Und ich hätte es Thiele gegönnt, da noch ein Tor zu machen. Sah auf jeden Fall gut aus, was Cottbus dort gespielt hat. Ich habe ihn auch schon drin gesehen, das muss man zusagen. Weil Thiele hat richtige Zeit. Komm, Broni, spiel zu mir. Und ich dachte erst, Broni wird flach, aber der hat dann halb hoch, beziehungsweise hoch auf dem Köpfchen. Und Thiele ist auch schön eingelaufen eigentlich. Hätte auch ein Tor verdient gehabt, aber so steht es 3:1 immer noch für Energie Cottbus. Und Chemnitz kommt mit Jan Koch. Der schiebt quer von uns aus genau auf die linke Seite zu seinem Chemnitzer himmelblauen Kollegen, den ich jetzt nicht im Kopf habe. Wer ist es? Zickert. Zickert, genau, der Kapitän natürlich. Aber wieder ist der Ball bei Jan Koch. Jan Koch ist jetzt schon in höherer Mittellinie. Jetzt kommt der Ball in die Schnittstelle. Da hat es Lamar aufgepasst, weil der Ball wird lang und länger. Und dann geht der Ball ins Tor aus. Dann nimmt es dann Maxi Oesterhelwig, einer der Auswechselspieler. Wir sehen ja da Maxi Oesterhelwig, wir sehen Jan Schabakowski und Finn Heidrich. Das sind ja noch, Hadoudi sehe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht ist er gerade mal pullern oder nicht, dass er sich auch noch übergeben hat, Stefan. Aber jetzt gibt es erstmal Tor ab für den Cottbus. Mal gucken, ob sie kurz rausspielen. Ja, machen sie. Bei Chemnitz hat mit 7 Mann nach vorne geschoben. Da sah es erst so aus, als müsste Bethke lang spielen. Aber trotzdem gefällt mir das nicht. Trotzdem kurz. Und jetzt ist Lamar quer vor dem 5-Meter-Raum zu Hildebrand. Der wird jetzt angelaufen. Noch ein Stück zurück zu Bethke. Und jetzt haut Bethke das Ding genau auf den Fuß von Bronischew. Und dann passiert das, was natürlich dann der Vorteil ist. Du hast jetzt fast einen riesen Raumgewinn. Bronischew geht in die Zentrale, legt jetzt quer auf Heilbauer. Ein Stück zu weit. Ah. Das war ganz gut. Da muss Bronischew einen Ticken genauer spielen. Das haben sie gut rausgespielt. Also, es muss ja noch das 4-1 fallen, glaube ich. Es war schön gespielt, ja. Stefan. Schön gespielt. Ich weiß nicht, ob Heilbauer jetzt wirklich schon platt ist. Vielleicht ist dann Schabakowski für Heilbauer dann die nächste Option. Ich denke mal so in der 70. vielleicht. Aber es war schön gespielt von Bronischew. Erst habe ich gedacht, Mensch, Bronischew, das sieht alles so langsam, so lethargisch aus. Aber denkst du, er hat wirklich gewartet und dann hat er gespielt. Aber Jens Weißwohl schreibt, Sven Weißwohl schreibt, zu spät und zu weit. Mag sein, aber es sieht gut aus. Jetzt, Jungs und Mädels, 61 Minuten gespielt, knappe halbe Stunde noch.
noch. Chemnitz jetzt wieder mit einem Fehlpass. Der Ball geht ins Seitenhaus auf der linken Seite. Deswegen gibt es Einwurf. Brettschneider sagt jetzt zu Halbauer, klatsch doch ab, gib mir die Kirsche. Brettschneider, wo spielt er hin? Auf Jannis Jucke. Ich glaube, das ist sogar der erste Ballkontakt von Jannis Jucke. Der wieder auf Brettschneider, zurück auf Jonas Hildebrand, unseren Kapitän. Nachdem Axel Borgmann ja leider das Kreuzband gerissen ist, ist er ein guter Ersatzkapitän. War ja auch dritter Mann, glaube ich, bei Spieler des Jahres. Ja. Was sagst du denn zu den Spielern des Jahres? Bist du mit der Wahl zufrieden? Ja, absolut. Also ich hätte vielleicht sogar gedacht, dass erstmal Vorteil hier jetzt. Hofmann ist durch, am Strafraum schießt und halb Meter übers Tor, gut gespielt, aber Thiele ist da verletzt liegen geblieben, hält sich da, was hält er sich, den Fuß. Also ich hätte Thiele unter den ersten dreien erwartet, ja, aus meiner Sicht. Aber natürlich mit Hildebrand, ein lang verdienter Spieler, auf dem Platz 3. Heike und du auf Platz 2. Redest gerade von Thiele und jetzt liegt er da am Boden. Ja, ist, wir müssen mal gucken, was da passiert. Dass Borgmann wieder Platz 1 geworden ist, verdient. Ja, ne? Auf jeden also Fall. Absolut natürlich verdient. Und ich denke auch, da dieses Signal vom Verein, gleich nach der Verletzung den Vertrag verlängern zu wollen, zeigt auch den Wert von Borgmann. Ja, die Wertschätzung. Richtig. Absolut. Du weißt ja nicht, ob der genauso stark wiederkommt. Trotzdem hat er erstmal ein Jahr Planungssicherheit. Richtig. Dass er weiß, ich kann mich ganz in Ruhe konzentrieren, dass ich fit werde. Absolut. Ich bin nicht arbeitslos nächstes Jahr. Richtig. Ich habe noch bei Energie. Ich habe da die Möglichkeit. Und Katriona 77 schreibt, Pronischew spielt nicht mehr so dievenhaft, sondern er spielt mehr mannschaftsorientiert. Und ich glaube, das können wir beide unterstreichen. Stefan. Sofort. Also sofort würde ich das unterstreichen. Jetzt wieder Chemnitz mit dem Neuaufbau erstmal hinten in den eigenen Reihen. Also auch die bleiben ihrem Stiefel treu, spielen da weiter. Ja, also Pronischew gefällt mir sehr gut, war ja ein bisschen skeptisch bei der Verpflichtung. Ja. Und ich dachte, ach hey, was wird das denn? Aber siehe da, bis jetzt eine Erfolgsgeschichte. Chemnitz kommt mit Jan Koch, dem Innenverteidiger, hat aber keine Anspielstation, wird deswegen gleich hintenrum spielen. Denkst du, doch, spielt hintenrum auf seinen Innenverteidiger-Kollegen, der spielt gleich rüber auf Zickert auf die linke Seite. Zickert hat jetzt richtig viel Wiese auf sich, 2, 3, 4 Meter. Stefan, es wird langsam kalt. Ich glaube, ja, ich hätte mir meine Unterhose doch nicht ausziehen sollen. Jetzt aber erstmal Ampadu in der Mitte vom Cottbuser Strafraum. Und da ist aber Hofi. Hofi, schön aufgepasst. Passt jetzt wieder. Könnte der Konter laufen auf TT7. TT7 jetzt auf Pronischew. Da kommt er leider nicht durch. Und Ampadu ist dann zum Schluss da, wird aber gleich angegangen durch Thiele. Aber Ampadu dreht sich einmal um Thiele und jetzt hält Thiele natürlich fest. Das ist dann die Schlitzohrigkeit, wenn Thiele sieht, okay, ich komme da nicht vorbei, dann halte ich fest, ziehe ich das taktische Foul, könnte man theoretisch auch eine gelbe Karte geben. Während jetzt eine Auswechslung kommt, Stefan, wer kommt denn? Die 16? Manuel Reuter und runter geht Niklas Walter. Also Niklas Walter. Du, ich werde auch mal unsere Auswechslung schnell eintippen, mach mal bitte weiter, das habe ich nämlich total vergessen. Genau, also Wechsel auf der linken Seite beim CFC. Jetzt nochmal Schwung. Und er versucht da Schwung reinzubringen über die linke Seite mit der neuen Nummer 16 mit Reuter. Aber erstmal dabei wieder in der Innenverteidigung beim CFC. Die schieben sich den Ball dort ruhig hin und her. Jetzt Zickert mal mit dem Schippball nach vorne in den Strafraum. Mensa startet an Hildebrand vorbei, aber nicht an Bethke. Da wird er noch kurz gelegt von Mensa, aber alles gut. Geht weiter und Bethke wirft den Ball ab auf Pedivan. Der sieht ist raus, weiter, ja? Weiter ist raus. Ja, okay. Genau. Jetzt Jucke zurück zu Pedivan. Mensa läuft früh an. Kleiner Scheck da gegen Pedivan. Das muss man jetzt nicht abpfeifen. Da wird der Spielfluss so ein bisschen unterbrochen und nicht notwendig. Doch Pedivan so ein bisschen gezeigt. Und der hat jetzt den Freistoß, hat ein bisschen Zeit. Und jetzt kommt die Zuschauerzahl. Wir sind gespannt. Jucke zurück zu Bethke. Bethke aufs Lamar. Und Cottbus. Aber gucke mal, wie Chemnitz presst, Stefan. Das ist ja Wahnsinn. Schon Wahnsinn auf jeden Fall. 6.373 Zuschauer. Also knapp 7.000 verfehlt. Ja, aber trotzdem aller Ehren wert. Wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, die haben normalerweise einen Schnitt von 4.500. Ja. Dann ist es noch der MDR, der heute auch das Spielchen zeigt. Das heißt, das wird vielleicht auch den einen oder anderen dann dazu veranlasst haben, Fernsehen zu gucken. Und dann kommt er noch dazu, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, Stefan, ist Energie FM überträgt ja auch. Richtig, das darf man ja nicht vergessen. Da mehrere Tausende weggezogen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ausverkauft gewesen. Richtig. Nein, also 6-3 davon, würde ich sagen, 800, 900 Cottbuser könnten es wirklich gut sein, die mitgereist sind aus der Lausitz. Und jetzt wieder Angriff der Chemnitzer, jetzt mal der neue Mann. Reuter geht da ins Duell mit Slamar, dreht ein bisschen ab, nimmt Nischek jetzt mit, aber der nimmt so ein bisschen das Tempo raus. Wir machen es aber gut jetzt, nicht? Ja, also wir machen hinten den Riegel zu. Chemnitz kommt nicht durch, muss wieder abdrehen. Jetzt Berger. Es geht halt viel Ballgeschiebe von Chemnitz, aber ohne wirklich gefährlich zu werden.
Jetzt mal der Ball in die Schnittstelle und dann ist Jukke da, kann den Ball nicht kontrollieren. Liszek jetzt durchgesteckt, aber dann fällt dort der Keller, müsste das sein, ja, zusammengeprallt mit Bretschneider. Weiß nicht, ob er da irgendwie einen Ellbogen abgekriegt hat. Kann schwer also zu sagen. Wenn er den Ellenbogen abgekriegt hat, dann muss es Elfmeter geben. Ihr könnt gerne mal die MDR-Gucker sagen, wenn es da eine Zeitlupe gibt. Weil das, obwohl, dann gleicht sich es vielleicht aus, Stefan, weil wir hätten in der ersten Halbzeit auch einen Handelfmeter haben müssen, dürfen, können, sollen. Und vielleicht gleicht sich das dann ein bisschen aus. Aber wenn es wirklich ein Ellenbogenschlag war, wie gesagt, schreibt es mal im Chat, ob es einer war. Robert Berger macht es natürlich auch fair, spielt zurück auf Elias Bethke. Der hat das Bällchen jetzt aufgenommen, weil er angelaufen wird von einem Chemnitzer Spieler. Und jetzt kommt der Ball hoffentlich hoch und weit. Aber ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn die Klein-Klein spielen, Stefan. Ja, das gefällt mir auch immer nicht so. Jetzt Bethke mit dem ganz langen Ball und Pronischew geht dorthin, kommt nicht ganz ran. Da ist Müller vor der Strafraumkante und kann den Ball rausspielen zu Berger. Der kann den Ball gut annehmen, aber halt auch kein Tempo aufnehmen, weil er den Ball nicht richtig gut verarbeiten kann. Jetzt setzt Cottbus nach, aber Ampadu kann den Ball behaupten, gefällt nimmt mir gut, jetzt Junge. Tempo auf. Ja, guter Mann für die Zukunft beim CFC auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder über Reuter, linke Seite, der bringt da wirklich ein bisschen Schwung rein. Menzer überläuft, kriegt den Ball, flankt auch, aber genau in die Arme von Bethke. Keine wirkliche Gefahr, würde ich sagen. Und somit wieder Ballbesitz, Energie. Was macht Pele da unten? Ja, ah, der ist nicht zufrieden, oder? Nee, der hätte wahrscheinlich gerne mal ein bisschen mehr Stabilität, mehr Zug nach vorne. Also man überlässt Chemnitz das Spiel, verwaltet es hinten raus gut, aber es muss nicht unbedingt sein. Also man könnte ruhig nochmal auf ein Tor gehen hier. Ja. Jetzt der linke Ball zu Heilbauer, kriegt er den. Kriegt er Form aus, geht er in den Zweikampf gegen Zicker. Zicker ist jetzt vor Heilbauer, hat den Ball abgeschirmt, tritt auf den Ball, schießt Heilbauer ab und holt den Abschluss. Holt den Abschluss, war gut gemacht von Zicker. Der Chat hat auch geschrieben, ganz leicht die Hand ins Gesicht, kein Ellenbogen, nur die flache Hand. Die Hand im Gesicht beim Lossprinten, also ganz leicht, also hätte, ja, passiert. Was man noch auffallen ist, da schreibt auch der Basti Böhnke, nee, stimmt gar nicht, der JR schreibt, oder Jan R. schreibt, ich mag das auf dem Platz, keine Aggression zu sehen. Es gab auch noch keine gelbe Karte hier in dem Spiel, das darf man nicht vergessen. Also eigentlich ist es ein faires, munteres Regionalligaspielchen. Genau, also ohne wirklich viel Emotion, das finde ich auch gut. Es ist ein faires Spiel und dadurch hat man halt auch nicht nur die Angst, dass hier irgendein Spieler verletzt oder so, weil Cottbus macht es gut, Chemnitz macht es gut. Das ist ein respektvoller Umgang. Ja. Und da muss man ja auch sagen, also ich fand ja, wir waren ja nun 2 Stunden vorher hier alles sehr respektvoll von dem Gastgeber. Bei uns jedenfalls. Ja. Wenn man den Herrn Traditionsbeauftragten fragt von NL Cottbus, dann sieht das ein bisschen anders aus. Aber wie es in den Wald hineinruft, sagen wir es mal so rum. So, Cottbus kommt auf der linken Seite, wieder mit Heilbauer. Komm Heilbauer, eine schöne Flanke wollen wir von dir noch sehen, dann kannst du ausgerissen werden. Da kommt die Flanke, aber genau auf dem Weg von oder in die Hände von Wunsch. Und jetzt könnte ich schnell werden, weil dort 4 Chemnitzer gegen 5 Cottbusser sind. Jetzt kommt Hofmann wie von der Tarantel gestochen, versucht dann den Reuter abzudrängen und Reuter muss auch erstmal den Rückwärtsgang zu Liszek 1 bekommen. Ja, der hat es mit Angst bekommen. Genauso ist es, wenn da die Lokomotive kommt. Jetzt aber erstmal Lokomotive Berger auf Zickert. Ist das denn Zickert? Nee, ist es nicht. Der lässt da erstmal Brettschneider. Jetzt wird Brettschneider angeschossen. Jetzt ist wieder der Ball in der Mitte bei Hofi. Hofi auf Pronischew. Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Broni sieht gut aus, aber wollen wir nicht haben. Jetzt hat auf einmal Juckel den Ball verloren. Und jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, denkst du, wir drücken es noch raus. Aber das darf uns nicht so oft passieren, Stefan. Ja, aber da gab es auf jeden Fall mal den Urschrei von Wollitz, der hat da gerade einen richtigen Brüller losgelassen in Richtung Jucke, der den Ball da vertändelt hat. Jetzt Reuter auf der linken Seite, geht in den Zweikampf gegen Jucke, kommt er vorbei gegen Kraus nicht, der schiebt ihn da ein bisschen zur Seite. Clever gemacht. Also das ist wirklich jetzt die Erfahrung von Kraus und dass der das Ziel dritte Liga hat mit Energie, das zeigt er hier auch. Also der hat wirklich... Und das Schöne ist ja, Stefan, im Gegensatz zu den anderen Wintertransfers hat er ja gleich bis Ende 25 unterschrieben. Das heißt, an ihn erfreuen wir uns auch nächstes Jahr. Ich glaube, sonst hätten wir wahrscheinlich auch keine Ablöse gezahlt. Und also auf den Jungen freue ich mich auch in der nächsten Saison. Jetzt aber erstmal Heilbauer, da konnte er gerade den Ball von der Seitenlinie wegkratzen. Aber trotzdem ist das Bällchen wieder bei Chemnitz. Und Klaus-Dieter Wolf sagt, Jungs, raus, vor, lasst euch nicht hinten einigeln. Bei Chemnitz, Stefan, 20 Minuten sind noch. 20 Minuten sind noch, da kann noch einiges geben. Wir haben es ja am Mittwoch erst gesehen, haben 4 Minuten ausgeweicht. Oh, ja. Ne, für Energie, also von daher muss man aufpassen. Jetzt ist der Ball nach vorne gespielt. Chemnitz kann sich immer so ein bisschen jetzt weiter nach vorne schieben auf der rechten Seite. Jetzt ist es Hallen-Lischek, der
in die Mitte gesteckt, aber Hildebrand aufgepasst und Honischef kann den Ball ein bisschen rausbuxieren. Das wirkt jetzt nicht mehr ganz so souverän in der Ballkontrolle bei Energie. Jetzt ist mal Slamar dazwischen, wird da gelegt, weil Mensa da im Fallen auf Slamar auffällt. Der bleibt auch kurz liegen, tat bestimmt weh. Dann gibt es den nächsten Wechsel da beim CFC. Doppelwechsel. Schau, dass sie noch so viele Spieler haben bei der Krankheitswelle, die sie dort haben. Die haben, glaube ich, ihren Kader voll im Gegensatz zu Unsinn. 27 hat er gesagt, ne? Vorhin. Ja. Genau. Stanley Keller, der Torschütze, wird den Platz verlassen. Und mit der Nummer 9, Max Roscher kommt rein. Und runter geht auch Robert Berger. Und für ihn kommt mit der Nummer 7 Yannick Wolter. Ich tipp's mal schnell ein, Stefan. Mach das bitte. Und Ball jetzt im Freistoß für Energie. War ja im Vorjahr als Slamar. Jetzt Hildebrand in der Innenverteidigung mit dem Ball auf Hofmann. Und der weiß nicht so richtig, wohin, weil Energie sich wenig bewegt. Chemnitz damit in der 3er- und einer 4er Kette bis zur Mittellinie zugestellt. Jetzt wieder Slamar im Mittelkreis. Er sieht jetzt links Halbauer. Und der hatte natürlich Platz, wenn die Bälle ankommen. Aber ein Mühe zu ungenau, und da kommt er dann halt nicht gerade, und das ist für Wollitz nicht zufriedenstellend. Der ist da richtig sauer, und ich weiß nicht, ob er jetzt Scherbakowski da angeschrien hat, der gerade im Weg stand, aber auf jeden Fall wird Scherbakowski gleich kommen mit der 33. Ich vermute, Wechselkandidat könnte Prolischew sein, könnte Halbauer sein. Wir sind gespannt, wen es treffen wird. Jetzt wieder Chemnitz im Ballbesitz, Koch auf der linken Seite in die Mitte gesteckt zu Ampadu, und das ist eine Riesenlücke, und die sieht Ampadu, und er spielt ihn gut in Richtung Reuter, aber der kommt nicht mehr ran. Das war auf jeden Fall ein guter Angriff von Ampadu. Das ist auf jeden Fall einer für die Zukunft, und ich glaube, das ist ein Kandidat, der vielleicht noch nächstes Jahr in Chemnitz spielt und dann auch höherklassig spielen könnte. Ja, und der Pablo Escobar hat, glaube ich, geschrieben, als ob wir noch 2 Buden kassieren würden. Ja, Pablo Escobar, wir können noch 2 Buden kassieren. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, und ich sage es immer wieder gerne, Stefan, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe 99 beim Champions-League-Finale in der 89. Minute ausgeschaltet, weil ich wusste, dass Bayern München Sieger wird, und bin dann früh aufgewacht und habe gesehen, dass es nicht wird. Also hier im Fußball ist alles möglich. Jetzt gab es aber erstmal eine Auswechslung, und zwar ist Phil Halbauer gekommen, dafür Gian Jabłkowski, und auch das, Stefan, muss ich wieder eintippeln. Genau. Also Scherber jetzt nach seiner Rückkehr wieder im Spiel. Geht auf die rechte Seite, Kraus auf die linke Seite. Jetzt der Juckel, gute Körperdrehung dort. Hat jetzt den Raumgewinn. Nimmt gleich mal Scherbakowski mit. Guter Annahme, und lässt den Ball gleich wieder tropfen zurück zu Slamar. Scherber orientiert sich wieder ein Stück nach vorne. Ball bei Hildebrand. Der weiß wohin, zu Juckel gegen Ampadu, gut behauptet. Und jetzt hat Hofmann Platz. Hofmann gut in Szene gesetzt von Slamar. Scherbakowski startet durch, aber Hofmann spielt hier nicht an. Erst jetzt Scherbakowski mit Platz auf der rechten Seite. Flankenversuch, aber schießt dort Jan Koch an. Einwurf Energie tief in der Chemnitzer Hälfte. Tief in der Chemnitzer Hälfte. Trotzdem hat jetzt Lamar als Außenverteidiger das Bällchen genommen. Wollte jetzt Hofi anspielen, aber Hofi hat die Wasserflasche in der Hand. Deswegen muss er erstmal warten. Jetzt hat Seewald hat jetzt die Wasserflasche wieder genommen. Deswegen Einwurf ausgeführt auf Pronischew. Der tritt auf die Achse, aufs Bällchen, der auf Jucke. Jucke macht es hintenrum, macht da richtig. Nicht überpesen. Lieber den ruhigen Sicherheitspass spielen, anstatt den Risikopass. Und deswegen kommt jetzt wieder Chemnitz. Hätte ich gesagt, die laufen uns jetzt an. Und deswegen werden jetzt die Räume frei. Der Ball bei Bretschneider. Bretschneider schöner Seitenwechsel auf Kraus, der jetzt auf ganz links ist, was ja seine Sahneseite ist, aber da kommt er leider nicht ran. Aber jetzt können wir von Kraus vielleicht noch ein bisschen was erwarten, Stefan, weil, wie gesagt, links ist ja seine Sahneseite. Rechts kann er zwar auch spielen, aber links spielt er, glaube ich, da fühlt er sich, glaube ich, am wohlsten. Links ist die Sahneseite, aber es war gerade die schlechteste Option, ihn anzuspielen, weil Hofmann und Thiele gut durchgestartet werden. Jetzt ein Pressing-Gewinn, oder fast der Ballgewinn von Energie. Im zweiten Ball haben sie ihn jetzt und schnell gespielt in Richtung Scherbakowski, aber zu ungenau. Und jetzt der Konter vielleicht über Chemnitz, aber da ist Lamar, der kann den Ball ablaufen, schießt dort den Chemnitzer Reuter an, kriegt den Einwurf aber nicht, sondern Chemnitz kriegt den Einwurf. Schade, schade. Und jetzt wieder Chemnitz im Ballbesitz am Perdue, aber es geht natürlich wieder hintenrum. Wieder hintenrum, 76 Minuten gespielt. Es ist noch eine Viertelstunde plus Nachspielzeit. Wir führen immer noch 3-1 durch die Tore von zweimal Kraus, einmal Thiele und einmal Keller. Aber Chemnitz, Gott sei Dank, Stefan, Chemnitz fällt noch, Gott sei Dank, nicht so viel ein. Es ist der Ball wieder hinten bei Wunsch, der schon aus seinem 16-Meter-Raum raus ist, wird jetzt angelaufen von Proni, deswegen schiebt er jetzt quer auf, das müsste, glaube ich, Zickert wieder sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist wieder Ampadu. Ampadu sieht man eigentlich, oder kennt man richtig gut, den langen Ludac da,
Ja. Jetzt spielt er auf einen, das weiß ich, ob einer der Wechselspieler, das ist der Yannick Wolter, der mit der 7. Und jetzt geht der Ball auf die rechte Seite. Da ist dann Kraus, aber jetzt zieht der Chemnitzer wieder in der Mitte, weil wir es gut machen, weil wir es gut, Gott sei Dank, gut wegverteidigen, Stefan. Absolut. Sobald es ein bisschen gefährlich werden könnte, ist die Verteidigung da. Es wird gut verschoben, die Räume werden zugemacht, das macht Cottbus gut. Ich glaube, damit ist Pehler auch zufrieden. Er nach vorne, könnte noch ein bisschen mehr passieren bei Energie. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, jetzt läuft Schabakowski Lischek an, kommt aber nicht ran. Jetzt so einfach. Ein bisschen Platz dafür Reuter auf Lischek. Der immer noch einen Ball jetzt im Mensa links im Strafraum. Und der bringt den Ball rein, Lischek. Und da ist die Chance, aber links unten am Tor vorbei. Gute Aktion. Und da muss Cottbus aufpassen. Es wirkte so ein bisschen lethargisch, da Chemnitz Tempo aufnehmen können. Und gerade der Lischek, der macht auch einen guten Eindruck. Da wollte Lischek den Ball haben und er hat ja, wenn es Tor gewesen wäre, hätte er das ja selber eingeleitet, nicht? Ja. Er schnappt sich den Ball in der Mittellinie, nimmt dann ein, zwei Cottbus auf, spielt dann zum Mensa, zeigt dann auch, er hat ja richtig zum Mensa gezeigt, spiel mir das Bällchen in die Mitte und genau da hat dann auch Mensa gespielt. Aber man muss dazu sagen, Schabakowski kam da angerannt und hat das Bällchen nicht gehabt, aber jetzt kann Schabakowski den Ball wieder gut machen, indem er auf Kraus spielt. Kraus auf der linken Seite macht das jetzt in Arjen Robben, er geht in die Mitte, er schießt! Ja. Er schießt Ziel an! Thiele, der beste Verteidiger von Chemnitz. Das war das dritte Tor von Kraus gewesen und dann schießt er seinen Stürmerkollegen Timmy Thiele an. Ich glaube, da kann Chemnitz Danke Timmy Thiele sagen. Definitiv. Also der wäre drin gewesen. Da hätte es gescheppert im Chemnitzer Gehäuse und Thiele rennt in den Ball. Bei Inter war es Lukaku, der die Tore immer verändert hat für die Mannschaft. Wir haben Timmy Thiele. Gut. Weiter geht's jetzt. Mit dem Chemnitzer Ballbesitz wieder. Jan Koch hat den Ball zu Ampadu, der viele Ballkontakte hat. So ein bisschen der Toni Kroos, das CFC. Und wieder geht der Ball zurück in die Verteidigung zu Müller. Jan Koch nimmt da mit. Nein, Lischek. Und der hat jetzt wieder ein bisschen Platz. Ball in die Schnittstelle, aber zu ungenau. Und Cottbus muss aufpassen. Pedi Wanner zeigt es auch nochmal an. Wach bleiben jetzt hier in den letzten, was sind es noch, 12, 13 Minuten. Ja. Und da kann noch einiges passieren. Wir sind vorsichtig. Ja, wir haben schon Pferde direkt vor der Apotheke konzentriert. Richtig, genau so ist es. Und das sieht man auch. Auch Jonas Hildebrand, der Kapitän, gerade noch mal die Leute angerufen, angeschrien, konzentriert euch. Jetzt auch Hofmann. Hofmann geht noch mal zu Juckel, sagt ihm noch, pass auf, du musst das besser verteidigen, besser machen. Das ist ja schön, dass die alten, gestandenen Spieler wie Hofi die Jungen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, was sie machen. Das zeigt ja, dass die Mannschaft auch intakt ist, dass das halt nicht fünf, dass es 11 Freunde sind. Ja. Und nicht 11 individuelle Spieler. Das ist ja das Gute dran. Chemnitz schiebt sich den Ball in die Seite und Pronischev ist hier nicht so schade, von ganz rechts auf ganz links und umgedreht zu laufen. Jetzt ist wieder Gern Koch da auf Ampadu. Ampadu hat keine Anspielstation, spielt wieder quer. Das müsste Robert Zickert sein. Robert Zickert wieder raus auf den, das müsste die 7 sein, der Wolter, den sie eingewechselt haben. Genau, Yannick Wolter. Aber Gott sei Dank, Stefan, ist der Raumgewinn gleich 0. Ja, also sobald ein bisschen Raumgewinn da ist, ist halt der nächste Cottbusser da. Es läuft mal Reuter ein. Und das ist Hildebrand dazwischen, kann den Konter einleiten. Und Pronischev mit. Thiele startet, Hildebrand startet. Wen spielt Pronischev an? Er verliert den Ball nicht. Jetzt nimmt er Kraus mit. Kraus schießt. Und gute Parade vom Wunsch. Also sah schon fast aus, als hätte Pronischev den Ball verloren. Gibt den Ball dann noch links raus zu Kraus und der schließt ab. Aber da hätte der Pass vielleicht ein Mühe früher kommen müssen. Und ich habe einen Pfiff gehört aus dem Fanblock und dachte, was hat denn der Schiedsrichter gepfiffen? War jetzt die Hand im Gesicht? Und dann haben die auf einmal weitergespielt. Und dann kommt jetzt aber die vierte Ecke. Also, Eckenstand steht es jetzt 4-4. Chancen habe ich 6-5 für Energie Cottbus. Und Tore steht es 3-1. Jonas Hofmann hat sich das Bällchen geschnappt. Proni wollte auch mal wieder in der Ecke schießen. Aber Hofi hat gesagt, nee, Proni, lass mich mal die Ecke reinzwirbeln. Und wie gesagt, Stefan, wenn jetzt das 4-1 kommt, dann kann ja Frankie auch ein bisschen ruhigeren Puls haben. So, Jonas Hofmann hebt das Ärmchen, der kommt auf den ersten Pfosten, weggeköpft. Jetzt gibt es ein Laufduell durch Dennis Lamar, aber auch Mensa geht gar nicht richtig hinten drauf. So kann er erstmal zurückspielen auf Brettschneider. Ja, ich weiß nicht, ob bei Mensa die Kraft nachlässt oder ob er so ein bisschen eingesehen hat, dass er da nicht rankommt. Auf jeden Fall wieder der Ball bei Bethke. Cottbus sortiert sich, Hildebrand kommt jetzt nach hinten, Pedivan ist jetzt wieder da und Bethke hat so lange den Ball behalten. Chemnitz hat halt auch nicht angelaufen. Ja, das stimmt. Das müsste man theoretisch machen. Aber vielleicht sind sie ja auch platt, Stefan. Das weiß man nicht richtig. Das war ja auch so ein bisschen bei Viktoria. Ja, da ja. Da hat auch so ein bisschen die Kraft nachgelassen. Also das muss man der Cottbus immer lassen. Fitnessmäßig eigentlich fast immer auf den Punkt austrainiert. Richtig. Ja. Also da kann man sagen, was man will. Es gab ja einige, die auf Dirk Keller, auf Kellogg's
auf Keller geschimpft haben. Ich glaube, heißt der Keller? Auf jeden Fall auf unseren Fitnessfritzen. Aber da sagt Klaus Dieter-Wolz, nee, das war gut. Das war schön von Yoga, da zwei Leute vernascht. Jetzt müsste der Pass kommen. Aber dann lässt er sich das Bällchen von Mensa durch einen kleinen Schubser, lässt er sich da den Ball verlieren. Und da hat er Gott sei Dank zurückgeschubst. Es gibt zwar jetzt die erste gelbe Karte im Spiel, das muss man dazu sagen. Und das Spiel geht Gott sei Dank nicht weiter. Ja, es war gut von Jucke, dass er dann nochmal geschubst hat. Er hat erst zwei Chemnitzer gut ausspielen lassen, aber er hat dann vergessen zu passen und dann hat er sich das Beilchen von Mensa abluchsen lassen und dann musste er eigentlich ziehen und die gelbe Karte berechtigt. Aber es ist auch die erste gelbe Karte, Stefan, in der 82. Spielminute. Wollitz da aber sehr unzufrieden damit und Thiele hat da auch noch ein paar Worte für Jucke gehabt. Er, ja, mannschaftlich, kameradschaftlich, Wollitz eher am Austicken, aber ja, das ist erfahrungswert für Jucke, ist ja ein junger Spieler und somit lernt er sicherlich draus, jetzt wieder Ampadu im Ballbesitz, der jetzt auf der Lischek sieht, der könnte jetzt rechts weiterspielen, gut, Durchgesetzer vom Chemnitzer, zurück zu Lischek in die Zentrale, der schippt den Ball jetzt in Richtung Strafraum, also Mensa völlig frei, nimmt den Ball mit der Brust an und Pelivan haut das Ding raus und aus so einer Situation kann es natürlich nochmal brandgefährlich werden. Jetzt hätte er mit dem Kopf machen müssen, oder? Was denkst du? Na, schwer zu sagen. Also, ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Nur Direktabnahme dann im Anschluss. Ja, okay. So, jetzt wieder Chemnitz im Ballbesitz. Also, die haben jetzt mehr Ballbesitz als Cottbus. Jetzt wieder auf der rechten Seite. Der Ballgewinn dort für Chemnitz in die Zentrale zu Ampadu. Weiter auf links zu Koch, der direkt weiter zu Reuter links. Der hat wirklich Belebung gebracht auf der linken Seite. Und der bringt jetzt auch die Flanke rein, genau auf den Kopf von Pedifal, aber schlecht geklärt, genau zu Ampadu. Und der drückt jetzt mal ab, aber genau in die Arme von Bethke. Es war ein Torschuss auf Bethke, Bethke konnte sich kurz auszeichnen, aber so wirklich gefährlich war es nicht. Gott sei Dank, hätte man auch gefährlicher machen können. Er hätte sich, jetzt hat sich einer, Nico Brettschneider, hat sich da wehgetan. Ich weiß aber nicht, was er sich hätte, wahrscheinlich hat er einen Krampf. Das war ja gegen Luckenwalde. Luckenwalde, das Grüße. Obwohl, ich hatte letzte Woche Mittwoch das Gespräch auch bei Viktoria, weil da auch einer gesagt hat, naja, in Luckenwalde, da lagen die alle rum, die hatten ja alle Krämpfe. Aber richtig Krämpfe hatten, glaube ich, bloß zwei. Der Rest war einfach verletzt. Bei Hildebrand, der musste sich ja die Fleischwunde nähen lassen. Und ich glaube auch bei dem anderen Spieler, dem sie halt unterstellt haben, dass da ein Krampf war, auch das stimmte nicht. Hier scheint es auch wahrscheinlich das Knie zu sein, wie das aussieht. Weil beim Krampf, da muss man doch immer so überstehen, nicht? Ja. Weil Knie verdreht, hat man ja schon mal diese Saison. Ja. Aber das sieht da wesentlich besser aus. Ja. Bei Brettschneider. Ja, also Luckenwalde, da hatte der Schiedsrichter halt auch nicht so die glücklichste Figur gemacht. Klar, wenn du, das Spiel ging ja 102 Minuten, da musst du natürlich. Aber zu Recht. Zu Recht? Und ja. Ich fand es gut, dass er 11 Minuten nachspielen lassen Absolut. Hat. Er hat ja auch letzte Woche Mittwoch auch 6 Minuten nachspielen lassen. Ist ja, das war ja auch okay. Das dank war alles dank uns haben wir dann das 4-3 durchgeschossen. Also alles okay so, ne? Aber jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ach, entschuldige. Das ist ein ganz schlechter Eigenschaft von mir, dass ich immer zwischengrätsche. Aber also, fangen wir mal von Null an. Jetzt weiß ich, da hat so ein bisschen unglückliche Figur gemacht, weil da ja auch noch Foulspiel und Spieler am Boden war, wo man hätte vielleicht nochmal laufen lassen können. Es liegt Thiele am Boden, da an seinem getapten Knie hält er sich. Aber erstmal wird Scherbakowski geschickt. Und der kommt nicht mehr ran. Da ist David Wunsch, Thiele immer noch am Boden. Und dann zeigt Wollitz auch an, zu Österreich kommt her und Thiele hält sich dort das Knie, was schon getaped war. Mal gucken, was da bei Thiele jetzt los ist. Und Österhelwig macht sich und auch Finn, wie heißt der gute Mann? Heidrich. Und ich gucke mal auf Papa Heidrich. Ja, Papa Heidrich hat die Hände zusammengeschützt. Zeigt jetzt auch. Jetzt sagt er hier, mein Sohn kommt gleich. Ich weiß nicht, mit wem er da redet. Von irgendjemand von der Tribüne. Also ich glaube, als Papa kann man doch stolz sein, wenn sein Junge in der A-Mannschaft von Energie Cottbus ja sowieso, aber wenn sein Junge doch den Sprung schafft in die A-Mannschaft, auch wenn es nur verletzungsbedingt ist, weil wir halt eine lange Verletzung hat. Und es sieht bei Thiele bitterböse aus. Er hat ja, glaube ich, auch seine Rotsperre ja auch genutzt, Stefan, um sich am Knie irgendwas wegmachen zu lassen. Kann das sein? Ja. Da war doch irgendein Eingriff, hat er doch damit gleich genutzt. Genau, er hat quasi die OP gemacht samt Reha und hatte ja so ein bisschen Glück, dass immer mal ein paar Spieler ausgefallen sind, dadurch ein bisschen mehr Zeit. Aber jetzt hat er dort halt einen Schlag abgekriegt auf das Knie. Es ist getaped, aber er steht zumindest mal. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt aber runtergeht aus Vorsichtsgründen. Das musst du. Das, ja, so. Du kannst hier nicht sagen, nee, ich spiele noch und dann ist er für zwei, drei Wochen wieder kaputt. Ja, er humpelt.
Das muss nicht schlimm sein, kann aber beim Knie-OP alles bedeuten. Ja. Ne? Sven Waldfuch schreibt aus, ja, er hatte eine Knie-OP. Also es wäre, wenn es natürlich genau das Knie wäre, und das ist ja auch getäbt, die Vermutung liegt ja nahe, Stefan, dass es das auch ist. Also Cottbus erstmal in Unterzahl. Nico Brettschneider ist zwar wieder auf dem Rasen, Stefan, aber Cottbus ist ja nur mit 10 Mann. Genau. Die letzten 5 Minuten laufen jetzt hier erstmal wieder Ampadu. Der könnte Reuter anspielen, macht es nicht, dreht ab. Nimmt jetzt Lischek mit, der die Bälle wirklich gut verteilt. Lischek jetzt weiter auf den neu eingewechselten Reuter, weiter zu Reuter, der jetzt in das Duell gegen Schabakowski geht, aber wieder ein Stück weit abdreht. Wieder Jan Koch weiter auf Lischek. Viele, viele Ballkontakte jetzt im Koch in Richtung Strafraum auf Reuter. Reuter kann den Ball nicht gut kontrollieren, war aber schlecht gespielt. Das ist Thiele. Blitzteile bei Thiele. Wo kommt der her? Weiter auf Bronischew. Bronischew geht ins 1-1 in Richtung Strafraum, legt jetzt quer auf Kraus. Kraus hat Platz, nimmt den Ball an, vorbei. Und ein Stück zu weit vorgelegt, kriegt den Ball aber noch vom Tor aus, dreht ab, wie so eine Ehrenrunde quasi, nimmt jetzt die Jucke mit in der Zentrale, rutscht weg. Und der Ball landet bei Hofmann, weil der Ball glücklicherweise scharf genug gespielt war. Und Hildebrand direkt nach vorne zu Scherbakowski, der aber mit dem Kopf nicht rankommt. Zu klein. Ja. Aber das war eine Slapstick-Anlage von Juckel. Das sah ja gut aus und dann ja, rutscht ihm der Bein oder das Bällchen zwischen die Beinchen. Aber es kann gar nicht erzählen, weil jetzt schon wieder Chemnitz kommt mit dem eingewechselten Reuter von uns auf der rechten Seite. Jetzt zieht er in die Mitte. Jetzt macht er Seitenwechsel, jetzt schießt er einen Schiri an. Ist der Schiri Luft? Eigentlich muss es doch nicht mehr. Nicht, eigentlich muss es jetzt Freistoß geben oder, genau. Oder was gibt es jetzt Freistoß? Ich glaube Schiedsrichterball und dann gibt es Ballbesitz für Chemnitz. Ja, Gott sei Dank. Aber der Reuter gefällt mir gut, der sieht noch sehr jung aus. Der hat Schwung reingebracht, ja? Richtig? Ja. Ist ein junger Spieler auf jeden Fall. Der weiß, ob er überhaupt im Kader gewesen wäre, ohne die Verletzten. Das ist ja das Schöne dran, ja. Wenn du so einen großen verletzten Kader hast, dann kann ja die zweite Reihe mal nachrücken und zeigen, dass man auf sie setzen kann. Und Stefan, wir haben das Thema noch nicht angesprochen. Es ist jetzt die 89. Minute, deswegen denke ich mal, wird nicht viel passieren. Jetzt erstmal Chemnitz und dann ist der Ball aber ins Aus. Ja, Freistoß. Freistoß sogar für Cottbus. Wir haben es noch gar nicht angesprochen. Wir haben einen engen Kader. Wir haben nur 1, 2, 3, 4, 5 Feldspieler gehabt und es fehlt ein Cedric Olschen, ja. Der ja heute theoretisch, wenn er nicht verletzt ist, heute hier wenigstens auf der Bank hätte sitzen können, weil wir den Kader ja so nicht vollgekriegt haben. Also entweder ist er wirklich verletzt, Cedric Olschen, dann gute Besserung, ja. Oder aber, so schlimm wie es klingt, Klaus-Dieter Wollitz zählt momentan nicht auf ihn. Ich vermute eher Letzteres. Oder es gibt was Familiäres, das weiß man ja auch nicht. Also wir gehen mal von der sportlichen Situation aus, dass er dort wirklich nicht überzeugen konnte. Jetzt erstmal der Freistoß für Chemnitz und Jucke, so ein kleiner Querschläger zum Einwurf geklärt. Vielleicht ist es wirklich die sportliche Leistung nicht überzeugt. Man so denkt halt, 2-3 Spiele, jetzt gerade die englische Woche, jetzt nochmal die Flanke, abgefangen von Energie und Kraus, haut das Ding raus. Macht er richtig. Chef. Macht er richtig. Absolut. Und vielleicht ist er nächste Woche wieder mit dabei, kann es jetzt im Training wieder anbieten. Ist auch gut, in der englischen Woche da nicht so viel Unruhe vielleicht mit reinzubringen. Aber auch hier Ampadu wieder ganz gut gemacht hier gegen 3 Cottbusser, den Ball gut verteilt. Chemnitz jetzt nochmal über die rechte Seite. Aber so richtig, der Druck ist nicht mehr mit dabei. Jetzt nochmal durchgesteckt. Slamar hat aufgepasst und lässt dann nochmal Lischek aussteigen. Aber normalerweise ist doch Slamar rechts, oder nicht? Ja, aber guck mal, dann kommt der Fehlpass, ja. Weil er zu viel rumtändelt. Und jetzt gibt's die, also unnötig. Oh, Lischek! Ah, Gott sei Dank in den Rücken gespielt. Und weg ist er. Oh. Aber das darf Slamar nicht machen. Halt. Da muss er rausspielen. Aber guck mal, das sieht jetzt raus, als wenn Slamar jetzt links spielt. Oder was spielen wir denn jetzt? 1-6-3. aber es sieht so aus, ja. Na guck mal, Hofmann ist jetzt hinten rechts. Ja, dann Slamar muss ist links. Dann ist Kraus links und Brettschneider. Ach so, Brettschneider kommt jetzt raus, deswegen haben sie schon die Aufstellung vorweg. Also Thiele raus, Thiele Österhelwig rein. Und ich denke mal, eine Minute später dann Finn Heidrich rein, weil Finn Heidrich sehe ich noch nicht. Brettschneider, Thiele muss noch rein. Siehst du, Thiele wollte raus und er durfte nicht. Richtig. Deswegen ist Brettschneider, ja, Brettschneider hat gesagt, du, die haben mich gerufen und nicht dich. Also, jetzt kriegt auch Österhelwig die gelbe Karte, weil er zu zeitig auf den Rasen gegangen ist. Naja gut, ist jetzt ein Kommunikationsproblem. Zweite gelbe Karte, weil Österhelwig zu zeitig rauf ist, weil Thiele eigentlich runter wollte. Ist ein Kommunikationsproblem, ist ein kleines Gimmick, sage ich mal. Und 4 Minuten Nachspielzeit. Und Stefan, so langsam geht mein Puls auch runter. Ich glaube diesmal Pablo Escobar, der sagt, hier brennt es mir an. Nee, also das müsste schon sehr mit dem Teufel zugehen, wenn hier die 3 Punkte noch weggehen. Jetzt erstmal Pedivan wird da nochmal angelaufen von dem Eingewechselten.
Und er holt dann nochmal den einen. Das ist doof. Ne, dann verliert er den Ball gegen, oh Gott, Akindele. Ball eingeworfen jetzt auf Koch. Weiter zu Lüschek. Oh, da ist Juckel. Und der holt sich jetzt immer. Der nimmt nochmal Tempo auf. Thiele in der Zentrale nimmt Tempo auf. Juckel könnte jetzt eigentlich durchsteigen. Hat den Ball immer noch Querpass. Da ist erstmal Zickert. Aber Kraus im Ballbesitz kann den Ball behaupten. Wenn sieht da keinen, tritt Zickert so ein bisschen ein. Hat er natürlich die Geschwindigkeitsvorteil. Nimmt jetzt, es ist eine Augenfreude beim Kraus. Absolut. Scherbakowski ein Schuss. Oh, schlechte Beinahme nochmal. Scherbakowski wird gelegt. Und dann gibt es nochmal den Freistoß. So, wer schießt? Heike! Heike, komm mal runter von der Schüssel und lass dich einwechseln, wir brauchen dich. Nee, Österhelwig wird es machen, der hat sich das Bällchen auch schon geschafft. Es wäre ja Österhelwig zu wünschen. Ja. Er ist ja 34 und der hat doch gegen Viktoria, wo er in der Startelf stand, naja, nicht richtig, ja, er hat nicht gezündet, sagen wir es mal so rum. Pelivan klatscht auch nochmal ab. Also, es wäre Österhelwig zu wünschen, hier den Deckel drauf zu machen. Drücken wir das Däumchen. Die Chemnitzer haben eine 1, 2, 3, 4 Mannmauer haben die da aufgebaut. Pelivan kommt jetzt auch noch dazu. Jetzt ist auch die 14, das ist der eingewechselte Sultan Blessing, heißt der gute Mann. Und Österreich läuft an, schießt und genau in die Hände zu. Tor, nein, was denn jetzt? Wohne Schelf, was macht der Tor? Da! Also das 4-1 von Wohne Schelf zum Abschluss dieses Spiels. Wieder Torwartfehler von mir David Wunsch. Der Wunschlein. Ja, die ärmste Sau auf dem Platz sozusagen. Der Freistoß war gar nicht so gefährlich. Ich war schlecht geschossen. Voll auf dem Mann und dann hält er das nicht fest. Und Pronicev aber auch schön gemacht. Er hat gewartet, nicht? Pronicev gewartet und gewartet. Richtig. Was machen sie? Und dann hat er es reingeschoben. Hat so, die Zeit, und jetzt kann ich meine Utensilien aus der Hand nehmen, Stefan, weil jetzt ist der Drops gelutscht. Jetzt ist die Kuh vom Eis. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich glaube, wir haben die nächsten 3 Punkte eingefahren. Definitiv. Und somit eine perfekte englische Woche gespielt. 3 Spiele, 3 Siege. Und, lass mich kurz überlegen, 11 Tore geschossen. Ja, das und 3-mal Rückstand aufgeholt. Richtig. Also, richtig gute Moral von Energie. Tore gemacht. Vielleicht ein bisschen viel Tore bekommen. Aber am Ende 9 Punkte erstmal die wichtigste. Und das sind dann so Feinheiten mit dem Torverhältnis. Das ist jetzt alles noch gar nicht so wichtig. Und nun geht's weiter. Nächste Woche spielen sie gegen Chemie Leipzig. Chemie Schon Leipzig. Am Freitag habe ich mir sagen lassen. Aha, ein Flug, aber auswärts, ne? In Chemie Leipzig, also in Leipzig, jawohl. Und so, na toll, ich tippe das hier ein. Genau. Und währenddessen der Schlusspfiff. Thiele sackt dort zum Boden vor Erschöpfung. Und jetzt kriegt Frank auch seine Gummibärchen gereicht. Oh ja, das war ja versprochen nach dem Spiel. Vielen, vielen Dank. Und ja, also verdient und sauer, wie ich das mag, super. Sauer, oh ja. Auf jeden Fall jetzt verdienter 4-1-Sieg. Da geht auch Sebald sportlich fair zu wünschen. Hat auch noch ein paar Worte für ihn von Torwart zu Torwart. Richtig gut gemacht von Sebald. Und Wunsch, die ärmste Saison auf dem Platz. Wir freuen uns über den Sieg. Der Cottbuser Block freut sich natürlich auch dort. Verdienter Sieg, schöne Auswärtsfahrt auf jeden Fall. Ja, was will man mehr? Was will man mehr? Ich habe mein Gummibärchen noch im Mund. Achso, na, ich kann ja noch weiter. Bitte. Na, ja, gegen Chemie Leipzig, auswärts in Leipzig, ist ja dort immer schwer zu spielen, finde ich, in Leipzig. Ja. Weil der Rasen echt manchmal wirklich oll ist. Dann hast du dieses Stadion mit den Fans, die wirklich... Die Fans machen auch viel aus. Ich glaube, da hat, glaube ich, Chemie Leipzig viele Punkte nur alleine durch die Fanbase. Absolut. Wenn ich dann immer sehe, ich bin mal immer gespannt, ich weiß nicht, immer wenn ich von Chemie Leipzig bei Ostsport die Zusammenfassung sehe, sehe ich bei denen immer Pyro. Ja, immer. Und da hörst du aber nichts aus der NOV, also entweder lese ich es nicht oder zünden die das hinter dem Stadion. Ich keine Ahnung, also ich kann es dir nicht richtig sagen. Ja. Also auf jeden Fall ist da immer ein bisschen Präsenz mit dabei und das ist ja auch immer so, naja, ich glaube die Fanlager sind sich da auch nicht ganz grün. Chemie unsere? Und Energie. Ja, ja, ich weiß nicht. Also wir waren ja mit Manu letztes Jahr dort. Ja, letzte genau, Saison, richtig, ne? Stimmt. Und da hat der Chemie zum Jahresabschluss auch einen großen Feldmarsch gemacht, alles und okay. So. Und unglaublich viel Polizeipräsenz. Haben die denn mittlerweile eine Pressetribüne? Ich weiß das gar nicht. Wir haben aus dem Vereinsheim kommentiert. Okay. Was im Sommer jetzt nicht so schön war, weil es war warm. Jetzt bei so einem Wetter wäre es schön. Aber du hast halt auch nicht komplett alles gesehen. Okay. Ja, aber es war okay.
Also Jungs und Mädels, schaltet auch nächsten Freitag ein. Definitiv dabei sein wird der Paul, das können wir schon mal spoilern. Den zweiten Mann finden wir auch noch für den Paul. Muss auslosen. Das losen wir aus, dann machen wir Flaschen drehen und wer verliert, muss hin. Nee, Spaß, wer gewinnt, muss natürlich hin. Jungs und Mädels, 4:1, ich will es nochmal schnell vorlesen. In der 7. Minute mit Keller das 1:0 für Chemnitz, dann 1:1 Kraus, dann 2:1 Kraus. 36. Minute Timmy Thiele und in der 93. Minute habe ich das 1:4 durch Maxi Pronicev. Jungs und Mädels, das soll es von mir gewesen sein. Stefan, die letzten Worte von dir und dann mache ich den Chat aus. Ja, ich habe mich gefreut, hier heute kommentieren zu dürfen. 4:1 hat verdammt Trauma. Spaß gemacht. Ich muss dir nochmal die Parade fahren. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben fand das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, haben wir das 0:2 zu Hause gegen Jena kommentieren müssen. Ja. Und heute haben wir den Sieg reingefahren. Ja, das hat mir am meisten gefreut, aber natürlich auch mit dir zusammen. Danke schön. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Heute kann man dann nochmal gut feiern. Morgen auskatern sozusagen und den Sonntag genießen. Und eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.